Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. So, hallo Daniel, lange nicht gehört. Ja, ne? Sehr lange. Ein paar Tage, ein paar Wochen. Ich würde sagen, es ist mehr als ein Jahr. Haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Genau, aber ist ja einiges passiert. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, saß ich hier auch am gleichen Arbeitsplatz und da haben wir noch über Handcreme philosophiert, dass wenn jetzt so viel Desinfektionsmittel verkauft wird, dass wir dann auch mehr Handcreme benötigen. Und ja, da ist einiges passiert. Ne? Also ganz klar, alles, was da draußen so passiert, ne? Und mit Lockdown etc. Und ja, ich habe ja das erste Semester, fange ich mal direkt an, das erste Semester, bin ich ja direkt in die Online-Geschichte da reingestolpert. Wir haben ja, ich weiß noch, du warst damals gerade in Japan und hattest mir noch per Chat geschrieben, du liest gerade auf ZDF eine Tagesmeldung, dass die Hochschulen dicht machen. Ja. Und da war ich zeitgleich in einer Videokonferenz mit meinen KollegInnen und wir haben da gerade drüber gesprochen, wie wir das Semester starten. Das war nämlich genau eine Woche vor Semesterstart und ich hatte es denen noch erzählt und die haben noch gemeint, nee, was erzählst du denn da? Und 5 Minuten später kam dann eben eine E-Mail aus dem Rektorat, wo eben dieser Beschluss bekannt gegeben wurde, dass wir in die Online-Lehre reinwechseln, also innerhalb von einer Woche. Das ist sehr spannend, gerade wenn du so Kursgrößen hast, wo du sehr viel praktische Arbeiten machst. Ne? Also viele Übungen, Kleingruppen, die Dinge machen. Das heißt, die ganzen Lehrkonzepte über Bord werfen. Und das war jetzt eine Anordnung, die für das ganze Land und also für Baden-Württemberg gegolten hat. Und im Prinzip wurde es ja in ganz Deutschland umgesetzt. Und was passiert, wenn jetzt Hunderte oder Tausende Lehrende und zigtausende Schüler und in dem Fall also bei uns Studierende erstmal online gehen und alle wollen auf irgendeiner Plattform was übertragen. Ne? Und dann dachte ich mir so, das geht schief. Ne? Ja, natürlich. Ich weiß, als Informatiker denkst du nach, das geht schief und habe dann gedacht, also wir haben da schon ein bisschen angefangen mit den ganzen anderen Sachen und ich mache das per Twitch und ich habe da eben dann das abgeklärt, ob das okay ist, wenn ich die Vorlesung online streame. Und anscheinend war es das tatsächlich so, dass in dieser ersten Woche alles zusammengebrochen ist. Ne? Es ist Teams zusammengebrochen, es ist Cisco WebEx zusammengebrochen. Also all diese Online-Kollaborations, Videotools, die haben diese ganze Last nicht ausgehalten. Die waren ja alle nicht dafür ausgelegt, dass alle Menschen quasi auf einen Schlag an diesem Montag, wo die Vorlesung beginnt, in Deutschland, dass die alle online gehen. Ja, auf Benutzung waren die nicht ausgelegt, das ist wahr. Nee, und ich habe mir damals gedacht, wenn es Plattformen gibt, die das können, dann sind das Gaming-Streaming-Plattformen. Ne? Und da gibt es zwei, also hast du einmal YouTube und einmal Twitch. Und ich hatte gedacht, komm, ich mache in dem Semester einfach meine Vorlesung auf Twitch. Und das kam eigentlich ganz gut an. Es gab ja auch den Artikel dann in der Süddeutschen. Da erinnere ich mich noch dran, das hast du mir geschrieben, dass da in der Süddeutschen was passiert. Genau, mit Papa Plate quasi in einem Artikel genannt, also ich glaube mit dem zweitgrößten, ne, nicht, dass ich mir jetzt Unrecht tue, mit dem zweitgrößten deutschen Streamer quasi auf einer Seite noch genannt, weil es war tatsächlich so, ne, es waren ganz wenige Vorlesungen, die jetzt in den ersten Tagen gingen. Die Mitarbeiter an den Hochschulen, Unis, die haben das natürlich alles gestemmt, die haben Infrastruktur hingestellt, aber auch da, du musst die Hardware erstmal besorgen. Ne? Und so hat sich das erste Semester durchaus gezogen. Aber was man dann natürlich gemerkt hat, und deswegen sind wir ja auch nie wirklich zu einer Terminfindung gekommen, je nach Familien, sag ich mal, Zusammensetzung war das sehr anstrengend. Ne? Also ich habe 2 Kleinkinder zu Hause, kein Büro in der Zeit, weil wir bauen ja immer noch um. Und da war das schon eine Challenge. Also am Anfang waren die Kinder auch immer noch in der Vorlesung mit dabei. Da war das auch noch, sag ich mal, lustig. Aber nach einem halben Jahr war das schon anstrengend. Und auch dann im zweiten Semester, da hat dann auch intern dann die Infrastruktur geklappt. Das war durchaus eine Challenge. Nicht nur inhaltlich, auch einfach sowas zu stemmen. Man hat ja viel auch gelesen, ne? Also von Lehrenden, die Online-Unterricht machen, dann Lehrende, die Kinder zu Hause haben. Ne? Ich habe ja das Glück, ich muss die Kinder nur beschäftigen in dem Alter. Dafür können die natürlich nur 5 Minuten was machen, ne? Oder 10 Minuten, dann sind die fertig und brauchen dich wieder oder wollen dich wieder. Dann gab es aber auch noch die Eltern, wo Kinder unterrichten mussten von zu Hause. Also alles kein Zuckerschlecken. Man hat es ja mitbekommen in den Medien. Bei mir war das eben so mittendrin statt nur dabei.
ne, nach dem Motto, also ich habe da das volle Programm mit den Kids mitgemacht und bei uns kam ja dann noch oben drauf, dass dann tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit, da es ein öffentliches Gebäude ist, das Hochschulgebäude auch geschlossen war. Das heißt, ich konnte noch nicht mal ins Büro. Okay. Und musste alles von zu Hause machen, ohne Büro, direkt vom Kinderzimmer. Aber Sachen holen konntest du noch, oder? Ich war noch einmal da und habe in so einer Nacht- und Nebelaktion, also wo noch offen war, so an den letzten 2-3 Tagen, möglichst viel vom Büro mitgenommen. Die Hardwareausstattung, da hat man, glaube ich, am Anfang ja auch noch ein bisschen mal probiert. Die war ja, die hatte ich dann noch abgeholt. Da hatte ich auch mal so einen Livestream gemacht, wo ich durch leeres Hochschulgebäude durchgelaufen bin. Also war schon sehr interessante Zeiten an der Stelle und oder zu der Zeit. Also war schon sehr spannend, sich da. Ja, also absolut, ne? Wie in den Filmen, einschlägige Filme, die man so kennt, wenn du dich da durch die, sag ich mal, leeren Gänge von Hochschulgebäuden durchschleichst und dann hier und da mal ein Licht flackert oder angeht. Okay, das sind dann aber meistens Zombies auch mit in den Gebäuden, oder? Hattest du das erleben? Nee, hat zum Glück nicht, aber es war menschenleer. Also es war dann schon ein paar Tage, bevor offiziell abgeschlossen wurde, menschenleer. Aber klar, man wusste ja nicht, wie das da alles miteinander zusammenhängt und hat halt erstmal dicht gemacht. Ist halt öffentliches Gebäude, auch den Studierenden gegenüber. Wir haben eine Sorgfaltspflicht, also dass man da schon ein bisschen vorsichtig ist, ganz klar. Nee, und dann erstmal viel von zu Hause gemacht. Aber es ist schon sehr spannend, das dann mit den Kindern und alles zu managen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die auch selber Kinder bekommen haben, oder kleine Kinder zu Hause haben und alles ähnliche Situationen. Also man versucht das natürlich bestmöglich zu stemmen, aber war und ist immer noch eine sehr spannende Zeit. Ich war dann froh, wo wir jetzt wirklich wieder richtigen Unterricht gemacht haben seit September. Okay. Also seit September richtiger Unterricht heißt, du bist da wirklich vor Ort? Und Genau, wir machen das vor Ort, natürlich mit sehr viel Aufwand. Also du hast Masken, einchecken und also alles, was so dazugehört, was man so von dem Programm eben auch kennt, mit Anwesenheitslisten, obwohl wir die ja gerade jetzt bei uns an der Hochschule durch kleine Kursen ja im Prinzip haben. Du kennst ja jetzt deinen Kurs mehr oder weniger. Aber es ist halt nochmal anders, wenn du die Leute, die Studierenden, ne, die wirklich mit dem Gesicht, ne, in echt siehst oder ob du jetzt, wie man das wirklich auch aus den Medien kennt, 30, 40 schwarze Kacheln in einem Big Blue Button oder in einem WebEx drin hat, ne, wo halt nie jemand freiwillig eine Kamera einschaltet. Und auch da gibt es geteilte Meinungen. Also sehr spannend, ne, was man dann so erlebt hat von Medienwahrnehmung auch. Mhm. Macht jemand die Kamera an oder nicht? Ne? Ich habe halt immer gesagt, aus meiner Sicht, ich verlange das nicht wirklich. Ich kann das auch irgendwie gar nicht verlangen, weil das ist ja so ein bisschen, wenn das nicht die freie Entscheidung des Studierenden ist, ist das ja so ein bisschen, als würde ich als Prof am Fenster von denen stehen und ins Wohnzimmer reingucken. Das will ja auch keiner haben, ne? Ja, stimmt. Das ist ja, besonders in der Anfangsphase, da hat man das Erleben auch irgendwie gehabt also ich hatte da auch dasselbe Erleben, dass im Grunde man sich ständig in irgendwelche Keller und irgendwelche Wohnzimmer geguckt hat. Ja, genau, also ist ja auch normal geworden, mehr oder weniger, oder andersrum vielleicht, es wird viel akzeptiert, ne? Also gerade so mit Kindern, wenn du von zu Hause sowas machst. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus einer Firma, wo man sehr viel schon remote gearbeitet hat, wo das eigentlich gang und gäbe war, ne? Dass die Family drumherum ist. Das heißt, ich habe das persönlich gekannt, aber einfach dadurch, dass ich das ab damals auch lernen müssen, ich habe das jetzt von niemand erwartet. Es gibt natürlich andere Dozierende, die haben gesagt, nee, die Kamera muss angemacht werden. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, ob man das wirklich möchte oder nicht möchte. Also es ist schwierig, finde ich einfach. Ne? Also. Ja, schwierig ist es vor allem, weil es was Ungewohntes war oder ist. Ja. Und es hängt ja immer sehr viel von den Verhältnissen ab. Ne? Also ist das jetzt jemand in der WG, ist er zu Hause, ist die Familie noch drumherum? Ne? Wir haben ja auch sehr viel mit Vorträgen immer gearbeitet. Und da habe ich auch gesagt, ihr könnt Videos machen, weil dann könnt ihr euch eine Zeit souverän das mal einteilen, wenn ihr die aufnehmen wollt und könnt die dann auch mischen und hochladen. Das ist, sag ich mal, einfacher, als dann eine ganze Familie zu organisieren und zu sagen, na, ihr müsst da jetzt irgendwie 2 Stunden weg sein, weil das sind Vorträge etc. Mhm. Weil man dann vielleicht auch kleine Geschwister und Hunde und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist ja alles Mögliche, was da kreucht und fleucht in so einer Wohnung. Und wenn das halt auch bei 20, 30 oder noch mehr Personen ist, die in so einem
in einer Videokonferenz drin sind, ist natürlich nochmal eine ganz spannende Sache. Es ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt, ein Fünfer- oder Sechser Videokonferenz hast, ne, in einem gewohnten Arbeitsumfeld. Mhm. Ja gut, gewohntes Arbeitsumfeld, das hat sich ja auch so weit verändert, dass ich war, glaube ich, 2021, letztes Jahr war ich gar nicht vor Ort zu Meetings, zu irgendwelchen Arbeitsdingen. Das habe ich alles remote gemacht, 100%. Ja, ja. Mhm. Ich war nur zweimal im Büro. Einmal, um mein Notebook abzuholen, um mein altes Notebook abzugeben. Und dann da war ich doch zweimal im Büro. Oder zumindest auf dem Gelände. Und um mich impfen zu lassen dort. Oh, haben die das angeboten? Ja. Das ist sehr schön. Ja, Hochschule hier auch. Also da muss man auch vielleicht an der Stelle mal ein dickes Lob an unsere ASTA aussprechen. Also das wurde hier immer wieder von der Hochschule organisiert, also nicht von der Hochschule, sondern von den Studierendenvereinigungen wurde es organisiert und eben nicht nur für die StudentInnen, ne, sondern auch eben für die Lehrenden. Also sehr aktiv an der Stelle. Aber ja, interessant, man kann sehr viel remote machen, wenn man es machen möchte, wenn es passt. Aber alles geht natürlich nicht. Ne? Mhm. Ich hätte auch nie gedacht, dass gerade so im Umfeld Lehre, dass, online Lehren oder Lernen vielleicht doch so schwierig ist. Weil man geht ja von sich aus. Ne? Und ich sage, kein Thema. Ne? Also ich bilde mich auch sehr viel fort und du auch. Und man liest sich ja alles Mögliche an und man denkt da eigentlich eigenständiges Arbeiten. Ne? Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, was dir fehlt aus Sicht eines Lehrenden, ist eigentlich, dass du gar nicht mehr mitbekommst, wer Hilfe benötigt. Feedback, das ist dieses direkte Feedback, dass du siehst, da ist jemand, der hat Potenzial, aber zum Beispiel sitzt er in der letzten Reihe und meldet sich nie. Ne? Aber wenn du ihn fragst oder sie fragst, haben die immer eine Antwort parat. Ja, das geht ja aber nicht nur so in der Lehre, sondern das geht mir auch so mit Arbeitstreffen, Arbeitsmeetings. Wenn man die Termine macht, dann ist dieser Kanal, egal ob du eine Kamera an hast oder nicht, der ist einfach anders und der ist nicht so richtig da. Und da ist es schon irgendwie total sinnvoll, eigentlich sich zu treffen bei manchen Meetings, weil man dann da Sachen, der Subtext, der da stattfindet, ist halt was anderes. Auf der anderen Seite haben sich die Leute damit auch jetzt in den 2 Jahren, die das jetzt mittlerweile sind, auch gut arrangiert. Also wurde es jetzt letztes Jahr zum Ende des Jahres immer besser. Aber ich kann mir vorstellen, in der Lehre ist das eigentlich, speziell wenn du Hilfe brauchst oder so, die Signale, die du da sendest oder dass du irgendwie dann nicht weißt, wie du den Zettel ausfüllst und so weiter, das siehst du halt nicht, wenn wir da nicht die Werkzeuge für hätten. Oder ich meine, das kann man ja theoretisch auch technisch tun wahrscheinlich, aber da ist da die soziale Komponente einfach auch extrem wichtig, glaube ich. Genau, und auch gerade wenn du viel Gruppenarbeiten hast, es ist anders, wenn eine Gruppe zusammen vor einem Monitor sitzt. Das ist wie Pair-Programming. Das ist was anderes, wenn du das direkt vom Rechner machst, als wenn du das remote machst. Du kannst das machen mit jemandem, den du kennst, finde ich, ne, persönliche Meinung, wenn du das geübt hast, aber ich kann niemandem remote Pair-Programming beibringen. Also diese Interaktion, dass du das mit einer Person machst, das finde ich, muss von einem Rechner stattfinden. Ähnlich ist, ich lehre ja viel agile Methoden bei uns in den Kursen und ich hatte schon vorher immer gesagt, lass den Leuten das Papier, also ich bin wir hatten schon öfters drüber gesprochen, ich bin ein absoluter Digitalisierungsfan, arbeite da übrigens auch gerade an einem super spannenden Projekt mit der Stadt Heilbronn zusammen. Okay, kannst du ja später was zu sagen vielleicht? Ja, da gibt's, da sprechen wir mal in einer extra Folge drüber, weil da wird es ein Open-Source-Projekt geben an der Stelle, was von unseren Studierenden entwickelt wird. Aber es gibt Dinge, wo ich sage, da brauchst du diese Haptik, du brauchst dieses Papier. Wenn du bestimmte Dinge mal kannst und das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann man das auch durchaus rein digital machen. Aber ich glaube, es gibt viele Dinge, wo einfach, wie du sagst, dieses Feedback jemand angucken, das macht sehr viel aus. Und auch bei der Entwicklung, ne, in der IT, wenn du in Teams arbeitest, ich habe einen sehr spannenden Effekt. Ich mache Software-Labore, also das sind bei uns Kurse, wo kleinere Gruppen zusammen ein ganzes Semester oder 2 Semester ein Projekt bearbeiten, also wie ein kleines Produktteam und entwickeln da auch kleine Produkte. Und notgedrungen haben wir natürlich, da wir nach Scrum entwickelt haben, haben wir die Reviews immer online durchgeführt. Okay. Und das hat ganz gut geklappt. Ne? Die haben so einen Flow reinbekommen, die haben diese Dinge präsentiert. Für alle, die das jetzt nicht wissen, ne, bei Scrum gehst du eben nach einem Sprint, also nach einer Iteration, nach einer bestimmten Zeiteinheit hin. Und es werden dann dem Auftraggeber oder dem sogenannten Product Owner werden die Anforderungen, die heißen da wieder User Stories, hat natürlich alles
eigene Namen. Die werden dann vorgestellt und dann eben abgenommen, ob das akzeptiert wird oder nicht. Und die sind da reingekommen, die haben das durchgewechselt, also jeder hat seine Aufgaben gezeigt, hat das vorgestellt, die haben das recht schnell gelernt, sehr gut, teilweise so gut wie richtig eingespielte Produktteams, ne, auch wie ich es in echt tatsächlich erlebt habe, also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und dann hat ja die Hochschule wieder aufgemacht und wir haben manche Kurse online weitergeführt, weil das organisatorisch einfach so geklappt hat, weil manche Studierende waren eben nicht da, mussten Standorte wechseln etc. Dann haben wir manche diese Labore einfach online weitergeführt. Und da ist was Spannendes passiert, dass manche Gruppen sich entschieden haben, wir machen das zusammen an der Hochschule in einem Raum. Das war ja dann auch alles oder ist ja alles erlaubt an der Stelle. Und wenn die das vorgestellt haben an einem Rechner, dann sind ganz, also du hast Dinge gehört. Ne? Also die haben ihren Bildschirm geteilt, du hast die jetzt nicht gesehen, aber du hast Dinge gehört. Ne? Zum Beispiel, wenn sich jemand verklickt hat oder was falsch gemacht hat, dass diese Gruppe mal gelacht hat oder dass was schief geht und einer im Hintergrund fixt das mal schnell. Das sind alles diese Dinge, die, also, ne, wo du nie drüber sprichst, die in der Gruppe passiert sind. Was dir einfach, sag ich mal, wenn du das rein online ohne die Menschen neben dir hast, fehlt das einfach. Ne? Und das war ein sehr spannender Effekt, das auch zu beobachten. Also das müssen wir schon quasi schon fast wissenschaftlich angehen und auswerten, was da der Unterschied ist. Fragen, ne? Habt ihr denn auch angefangen, ich meine, das sind ja sozialwissenschaftlich wahrscheinlich irgendwelche Betrachtungen, die man da anstellen würde. Habt ihr da auch mit einer Fakultät gesprochen, dass die sich das mal anschaut, was da passiert? Weil das sind ja die Sachen, die fehlen im Online-Betrieb. Und das habt ihr ja da quasi auf dem Tablett. Genau, also jetzt in den Kursen speziell nicht. Wir haben natürlich gerade bei uns in der Fakultät ein paar Forscherinnen, die sich speziell mit den Thematiken auch beschäftigen und sich das anschauen. Gerade soziale Interaktion, gerade in der IT, ne, gibt es extrem viele, sag ich mal, Aspekte, ich sag mal, die wir als Nerds so hinten runterfallen lassen. Ne? Ja. Die aber, sag ich mal, wirklich für den Gros der Menschen wirklich relevant sind. Wo mir oder vielleicht anderen auch nicht wehtut, wenn das jetzt fehlt. Ja? Aber an sich, gerade diese Gruppendynamik etc., da wird teilweise ja geforscht, bei uns jetzt weniger, wir sind ja der Hochschule, ne? Das heißt, wir machen immer noch mehr Lehre. Ne? Wir haben ja auch vom Deputat, also vom Lehrauftrag, haben wir das Doppelte von einem Universitätsprofessor oder Professorin. Das heißt, wir sind wirklich viel mehr in der Lehre eingebunden und die Forschung läuft so ein bisschen nebenbei. Da hat jeder dann so ein bisschen seine Forschungsprojekte. Ich selbst saß eben gerade jetzt an der Thematik mit Switch dran und habe mich ein bisschen mit dieser Thematik gerade im Rahmen von meinem Projekt auseinandergesetzt. Wie kannst du eigentlich eine Lehre unterstützen, wenn du sowas wie Coding-Livestreams anbietest? Ne? Also du bringst in einer ganz traditionellen Vorlesung den Stoff rüber. Da gibt es was, das nennt sich Inverted Classroom, oder die kriegen eben im Vorfeld was ein Video zum Angucken und in der eigentlichen Vorlesung moderierst du eher, sag ich mal, das Gespräch, ne, und beantwortest Fragen und machst Übungen mit den Studierenden und dass man das dann eben nochmal ergänzt mit Programmierübungen, wo aber nicht gefragt wird, wo du auf spezielle Probleme eingehst, ne, wo du wirklich zum Beispiel eine Musterlösung runterprogrammierst. Ich mache das teilweise in Vorlesungen, wo ich dann auch wirklich anstelle Vorlesungen hingehe und eine Aufgabe, die vorher aufgegeben war, einmal von vorne bis hinten durchprogrammiere, weil dieses Kennenlernen von dem Lösungsweg. Ne, also ja, das ist die Hauptsache eigentlich fast. Ne? Ne, also wie gehe ich daran? Es geht ja gar nicht um die Befehle, ne, die man lernen muss oder nachgoogeln muss, sondern so Dinge wie, was mache ich als erstes, was kommt dann, was mache ich, wenn ein Problem auftritt, so ein Effekt wie, ah ja, mein Prof muss auch nachgoogeln, wie man Array initialisiert, ne, und lauter solche Dinge. Ja, das macht Mut, ich glaube, das ist echt, ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil manche glaubt ja bestimmt, das kannst du mit dem Adlin, ne, auf der Kommando, kein Mensch kennt Adlin mehr, du kennst es, auf der Kommandozeile in einem durch wegtippen und das ist ja Quatsch, das macht ja kein Mensch. Ja, man bekommt es einfach falsch suggeriert und es ist ja gerade in unserer Branche dieses Imposter-Syndrom, da können wir auch mal drüber sprechen in der Folge, ne, wo man eigentlich permanent denkt, boah, ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht, ne, weil du dann siehst wieder so ein Video von einem Google-Bewerbungsgespräch und bekommst du diesen Eindruck. Der 10x-Engineer, damit sind wir gestartet. Ja, genau, der 10x-Engineer, ne, und kriegst du den Eindruck, so muss das eigentlich laufen, ne, und das ist wirklich so ein falsches Bild, das vermittelt wird. Ich erkläre denen und zeige denen wirklich immer wieder in den Kursen das Nachlesen, nachgoogeln. Ne? Also man fragt sich immer, wer die ganzen Lösungen in Google reinschreibt, ne? Oder halt ins Web reinschreibt, dass man die findet, manchmal tagesaktuelle Probleme.
Und trotzdem stolperst du immer wieder über ein Problem drüber, deswegen blockt man ja auch selbst, ne, wenn man dann mal sowas hat. Das muss man denen halt auch wirklich zeigen, das fällt niemand in den Schoß. Ne? Und ich sage doch immer, Leute, ich habe jahrelang programmiert, ne? Und dass du dann mal Probleme erkennst, also auf Anhieb, das fällt niemand in den Schoß. Also ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das von vornherein kann. Ich hatte das während meinem Studium im Prinzip auch, wo kriegst du was gezeigt und dann guckst du es an und sagst, na, ist doch ganz klar, da ist der Fehler in der Schleife. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern, bei einem C-Programm, als wir mit Interrupts gearbeitet haben und einen Roboter programmiert haben. Und jemand aus dem Kurs hat mir das gezeigt und hat nicht verstanden, warum das Ding nicht fährt. Und ich hatte gesagt, ist doch klar, das liegt an der Schleife. Initialisierst die Variable innen drin und dann wird die immer neu auf Null gesetzt. Ist doch klar, ne, so Dinge. Völlig logisch. Und dann kommst du, ja, wie hast du das jetzt so schnell gesehen? Ne? Und da habe ich gedacht, keine Ahnung. Du hast den Scheiß schon mal gesehen. Woanders. Genau. Es lag Muster. Einfach. Du hast einfach nur ein Muster erkannt. Und nicht nur einmal, ne, sondern Jahre, ja. Seit ich 8 Jahre alt war, habe ich das immer wieder gesehen, diese Probleme. Und irgendwann ist das natürlich offensichtlich und das gilt ja für alle Branchen, nicht fürs Programmieren. So ist es. Und dass man denen ein bisschen Mut macht an der Stelle, ich glaube, da hilft das durchaus, dass die das sehen. Und dass man, es gibt ja kaum jemand, der alles weiß und alles kann. Da kommt man ja heutzutage auch gar nicht mehr hinterher. Also die Zeiten, wo ich eine Java-API komplett auswendig gekannt habe, das war irgendwann, weiß nicht, 2000 herum, ne, bei der ersten Version. Da konnte man sowas noch auswendig lernen. Danach ist Sense, ne? Also da kommt doch keiner mehr hinterher. Oh, erinnere mich nicht an das. Ich habe jetzt die Tage mal wieder WinForms programmieren wollen müssen. Mhm. Und da gibt es ja jetzt den .NET-Framework und .NET. Das sind unterschiedliche Dinge. Ja, das ist ein Durcheinander mittlerweile. Da verliert man so schnell den Anschluss und es lohnt sich auch fast gar nicht, da irgendwie auf Höhe zu bleiben, wenn du das nicht jeden Tag benutzt. Genau, also kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin irgendwann, habe ich gesagt, okay, du, ich kümmere mich jetzt, ich habe das ein bisschen verfolgt und habe dann bei .NET gesagt, okay, ich gucke mir jetzt nur noch Core an, weil das war ja das, was auch dann, oder soll ja auf allen Plattformen dann laufen und dann ging es darum, wann wird jetzt was quasi zusammengeführt und wie du sagst, ne, wenn du das alle 12 Wochen mal wieder anwirfst und dann bist du erst wieder damit beschäftigt, eine neue Version zu installieren, aber das gilt ja für alles, ne? Wir haben das ja auch jeden Semesteranfang, stehst du da und überlegst dir, okay, welches Java SDK brauche ich in dem Semester? Was ist das aktuelle? Ich hatte in dem, also im gleichen Zug hatte ich in dem Semester das Problem, stehe in der ersten Vorlesung, DevOps-Vorlesung und wollte als erste Demo zeigen, wie ich vollautomatisch meine WSL auf meinem Windows-Rechner provisioniere. Ja? Mhm. Und es ging natürlich nicht, weißt du warum? Das Ubuntu wurde nicht mehr unterstützt. Ne, ich hab auf dem Laptop das Ubuntu so lange nicht mehr hochgefahren, dass just die Version nicht mehr geupdatet, also nicht ohne weiteres. Ja, generell komplett geändert genau, mit der WSL 2 und dem ganzen Zeug. Genau, ich hatte das noch auf der 1, ich hatte das mal portiert, bin aber jetzt bei der Ubuntu die Version nicht hochgegangen und dann bin ich abends heim und habe gedacht, jetzt machst du da eben noch ein Upgrade von der Disk. Das ging dann aber auch nicht, ja, und dann dachte ich, okay, wirfst du alles weg und installierst du neu. Zum Glück alles automatisiert. Das heißt, ich konnte das meiste dann recht schnell machen. Aber das ist natürlich auch so ein Vorführeffekt, ne, wo du was zeigen möchtest und dir fällt das dann im Kurs auf die Füße, ne, nur weil ich das Ding einfach vorher nicht mal gestartet habe. Ne. Aber auch da im Kollegenkreis, ne, dann wird immer mal wieder gefragt, ne, was ist denn die aktuelle Version, welches IntelliJ brauchen wir. In der Lehre verwenden wir Atlassian-Produkte, ne, Jira, cool. Confluence, dass die tatsächlich auch die Tools kennenlernen und ich weiß schon, wie anstrengend das war, als ich das noch im Beruf verwendet habe, wenn du das jeden Tag verwendest nach einem Versionsupdate. Was jetzt ganz schrecklich ist, ist natürlich, wenn du das alle 6 Monate verwendest und alle 6 Monate, wenn du, oder bei mir sogar, ich habe das alle 2 Semester, also alle 12 Monate und in der Zwischenzeit wird das, kommt ein Upgrade. Und ganz wichtige Buttons sind weg, ne? Sowas wie Storypunkte auf der Startseite von einem Ticket fehlen. Und sie sind woanders. Sind woanders. Der Button wurde umbenannt. Ganz schrecklich. Ne? Und ich habe ja in einer anderen Vorlesung lehre ich ja auch Mensch-Computer-Interaktion und Design-Prinzipien und immer so, ändert nicht so viel. Ne? Also keine Breaking Changes in der UI, das verwirrt den User. Und du sitzt dann selbst an den Tools und denkst so,
vor einem Vierteljahr war an der Stelle noch der Knopf. Wo ist der jetzt? Ne? Und diese SaaS-Lösungen, die machen es ja nicht besser, weil die wird updaten das aber Zeug, häufiger noch. Ne? Die machen es ja schlimmer. Genau, genau. Es wird dir ja permanent unterm Hintern geupdatet und es ist wieder was anders. Das Icon hat sich geändert. Das ist sogar was, das ich bei Office 365 bei mir in der Vorlesung habe, wo ich zeige, guck mal, da ist das. Das Save-Icon wurde oder das Home-Icon wurde irgendwann mal geändert und 3 Monate später wurde es wieder zurückgeändert, weil wahrscheinlich zu viele Anwender das falsch geklickt haben. Mhm. Ja. Und sowas ist ganz, also meiner Sicht ganz schrecklich. Und ich glaube, ich bin aber ja auch inzwischen in diesem Alter, ich glaube, ab 35 fängt das an. Sagen, ne? Bevor wir jetzt so klingen wie ganz, ganz alte Säcke, wollte ich noch eine Frage einschieben zu der Remote-Lehre und den ganzen Tools. Hat sich denn da über diese, es sind ja jetzt 2 Jahre, ne? Hat sich da was getan aus deiner Sicht an den Tools? Haben die sich verbessert? Weil ich glaube, also ich hatte ja das Erleben, dass die ganzen Werkzeuge überhaupt das allererste Mal so richtig im Einsatz waren. Mhm. Also alles, was man so hatte an Remote-Tools mit Freigaben, Bildschirmfreigaben und irgendwie miteinander an einem Whiteboard arbeiten, so digitalen Whiteboard arbeiten und solche Dinge, die wurden zum allerersten Mal überhaupt richtig benutzt. Mhm. Und neben der Erfahrung, dass das Last macht und abstürzt oder dann überlastet ist, hat sich da auch, finde ich, jetzt in meiner Welt ziemlich viel funktional getan. Also da sind die Sachen einfach umgebaut worden. Ich würde jetzt nicht immer sagen, dass sie userfreundlicher, benutzerfreundlicher geworden sind. Aber wie ist das jetzt in der Lehre? Habt ihr auch so einen Wandel durchgemacht, so eine Verbesserungskurve, Lernkurve? Es hängt ja ein bisschen von, es hängt ein bisschen von den Tools ab, die da einsetzt, ne? Das eine ist natürlich, du kannst auf kommerzielle Tools aufspringen. Wir haben uns auch am Anfang angeschaut, was können wir anbieten. Wir hatten das Glück, die Hochschule hat relativ schnell und ohne zu zögern einen Vertrag mit Cisco abgeschlossen, um einfach WebEx einzukaufen, dass du mal auf jeden Fall was hast, wo du anbieten kannst, wo auch dann quasi gehostet wird. Zeitgleich hat bei uns in der Fakultät, haben die Mitarbeiter aus Eigeninitiative, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Eigeninitiative BigBlueButton als Open-Source-Plattform hochgezogen und hosten das auch und betreiben das, haben das am Anfang auch sehr viel gemonitort. Und das läuft bei uns inzwischen für die Fakultät unheimlich stabil und gut. Es sind mehr Features dazugekommen, aber es sind natürlich dann die grundlegenden Sachen wie, ne, du hast halt eine Bildschirmscheren, du hast Folien, die du hochladen kannst, kannst ein bisschen drauf rummalen, das sind ja so die hauptsächlichen Dinge. Mhm. Du hast einen Chat, du hast Randnotizen, die gemacht werden können. Eine sehr wertvolle Geschichte sind solche Breakout-Räume, also das ist so ein Feature, wo du halt auf, sag ich mal, auf Mausklick zusammengewürfelte Gruppen erstellen kannst, die dann eben für eine Viertelstunde ein Problem bearbeiten. Ne? Mhm. Das machen wir ja in echt auch, wo du dann eben sagst, es gehen die Gruppen raus an die High-Desks und arbeiten da ein bisschen. Und kommen dann zurück und stellen die Sachen vor. Da bist du hier natürlich ein bisschen, sag ich mal, effektiver. Auf der anderen Seite weißt du natürlich nicht, was die machen. Ne? Vielleicht arbeiten nur 2 und die anderen 3 gucken dann Netflix nebenbei. Also jetzt ohne jemand was zu unterstellen. Aber ich meine, ich habe ja auch mal studiert und ich weiß, wie das so ist. Ja, wenn man sich am Ergebnis sieht, das ist ja egal. Genau, aber das sind so Dinge, die funktionieren recht gut. Jetzt zum Beispiel an der DHBW, da wird Moodle aus dem Baden-Württemberg eingesetzt. Mhm. Die haben Moodle, da wurde auch dann eben das BigBlueButton integriert. Die haben schon von vornherein in dieser Plattform sehr viel drin. Wir arbeiten jetzt mehr, sag ich mal, mit Online-Tests, die man eben Online-Plattform, es gibt ja das Moodle und dann gibt es das Ilias noch eben als zweite Open-Source-Plattform, was wir dann bei uns einsetzen. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Was aus meiner Sicht tatsächlich ist, dass bei diesen Videoconferencing-Tools da ist, also wenn du mich persönlich fragst, da ist zu viel drin. Ja, also, würde ich sofort unterschreiben, bin ich auch der Meinung. Wenn du so ein WebEx aufmachst, ne, da so viele Dinge, die du wahrscheinlich gar nicht wirklich brauchst. Ne? Ja, es sind offensichtlich Dinge nicht drin, finde ich meistens. Ja, also das meiste, was du, finde ich, mal brauchst, also jetzt gerade in der Lehre ist, du brauchst sowas wie ein Whiteboard, wo du schnell mal was runterschreiben kannst, Dokumente hochladen und scheren, was die meisten mehr, sag ich mal, mehr schlecht als recht können, ne? Also wo ich mir dann die Lösung gebaut habe, irgendwann, ich habe einen File-Server, wo ich, hatten wir schon mal drüber gesprochen, über das Resilio jetzt direkt Dateien reinwerfen kann und habe dann einen Link, den ich direkt den Studis geben kann. Ja. Also so bin ich viel schneller, weil sich das innerhalb von ein paar Sekunden repliziert. Ich muss keine URLs eingeben. Ich gebe denen nur den Dateiname und noch vorne dran ist eben meine URL.
Das ist quasi ein No-Brainer an der Stelle. Das ist einfach als was hochladen, runterladen und weiß nicht. Also dass man sich solche Lösungen vielleicht hier und da mal so Insellösungen gebaut hat. Aber ansonsten die Videokonferenz-Tools, das ist so, sag ich mal, oft zu viele Features oder wie du sagst, was fehlt. Es gibt tatsächlich ein tolles Tool, was wir auch einsetzen, jetzt ohne da Werbung zu machen, das ist Miro. Das ist, glaube ich, inzwischen auch in aller Munde, weil Miro hat in Round C Venture Capital eingesammelt und das nicht wenig. Das stand jetzt gerade in den Nachrichten. Mhm. Die okay, haben was ist das? Richtig, also, ich kenn's nicht. Miro ist im Prinzip ein tatsächlich online Kollaborationstool, wo du so ziemlich alles hast. Im Prinzip eine Art Whiteboard, wo du alles draufwerfen kannst. Du kannst da Bilder draufmalen, Texte, Links einfügen. Du kannst da solche Scrumboards abbilden. Also dafür verwenden wir das. Du kannst da Infoboards anlegen. Du siehst, also wenn viele Personen drauf arbeiten, du siehst da, wie die Mauszeiger drauf rumwuseln. Das ist jetzt aber eben ohne die Videokonferenz, sondern wir setzen das immer parallel ein. Du hast dann eben diese Plattform, wo man dann darauf, sag ich mal, arbeiten, kollaborieren kann. Die haben zum Glück so einen Account auch, wo du als, sag ich mal, Akademiker das dann erstmal kostenfrei verwenden kannst. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Tool. Es stößt aber, es läuft ja komplett im Browser und du merkst natürlich irgendwann, gerade bei Boards, wo sehr viele Infos, sehr viele Bilder drauf sind, du stößt irgendwann an die Grenzen. Also wenn ich das auf meinem älteren Surface-Laptop mache, der ist dann irgendwo am Limit. Ne? Also ab einer bestimmten Informationsmenge auf dem Board kriegt der Browser das nicht mehr gerendert. Das ist vergleichbar. Ich habe gerade mal die Webseite aufgeschlagen. Gibt es ja auch wieder in den Shownotes. Das Miro ist vergleichbar mit dem, was wir benutzen bei uns in der Firma. Und das heißt, Concept Board ist sozusagen die Konkurrenz von dem. Mhm. Und das funktioniert genauso. Da habe ich Concept Boards gesehen. Da sind, weiß ich nicht, 500.000 Bilder drauf gefüllt. Und darauf wird gearbeitet mit irgendwie, wir haben da teilweise Gruppen, die bestehen aus 40 Leuten, die da alle gleichzeitig drauf arbeiten. Und das funktioniert schon und ist, wie du sagst, ne, das passiert alles im Browser und der Browser ist sichtlich überfordert bei vielen von den Dingen, die da passieren. Also es ist wirklich eine Kunst, das ordentlich zu programmieren. Aber Miro sieht ungefähr genauso aus eigentlich, also wirklich fast exakt genauso, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, dass gerade die Weiterentwicklung von den Tools, also jetzt auch durch die Situation einfach bedingt war. Ne? Und da hast du natürlich jetzt bei so einer SaaS-Plattform einfach den Vorteil, du kannst permanent neue Features ausrollen. Ne? Das ist das, was wir in DevOps auch lernen, wo wir sagen, es geht ja darum, wie schnell kriege ich eigentlich einen Feature-Request an den Kunden ran. Ne? Also nicht 3 Monate, sondern heute angefordert, morgen geliefert, übertrieben ausgesprochen. Mhm. Ja, genau. Oder vorhin angefordert, nachher geliefert. Also kannst ja, muss ja nicht mal einen Tag vergehen. Wie setzen ihr das ein? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil ich habe da auch eine Beobachtung gemacht. Setzt ihr das wirklich ein wie so ein echtes Whiteboard? Also auch als flüchtigen Speicher sozusagen, dass der schnell abgewischt ist? Tatsächlich nicht. Das ist mehr Datenpersistenz, was da drauf betrieben wird. Also da speichert der Kurs wirklich die Sachen ab. Und das liegt dann da auch den für das ganze Semester, wo das dann abgerufen werden kann. Okay, das, also das betrifft dann aber immer eine fixe Gruppe, die genau, an einem fixen Thema arbeitet. Genau, exakt. Okay. Also das ist dann auch immer nur der Gruppe zugänglich, also wird insofern dann eingeschränkt, dass es wirklich nur für die Gruppe zugänglich ist. Ja. Die haben dann ihre Themen dann da entsprechend drauf und können das da entsprechend bearbeiten. Weil ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, genau für den Use Case, den du gerade beschreibst, ist es perfekt. Da ist auch die Nutzung als sozusagen Datenhalde gar nicht schlecht, weil das hat ja auch ein Ende irgendwann. Also du hörst ja irgendwann auf, zusammenzuarbeiten und dann kannst du dann diese Datenhalde einfach einmal mitnehmen und kannst sagen, das ist jetzt so alles, was wir erarbeitet haben. Aber wenn du mit mehreren Teams an getrennten Problemen auf getrennten von diesen virtuellen Whiteboards arbeitest, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass du entweder unglaubliche Mengen an Content duplizierst, also wo sozusagen ein leeres Whiteboard oder schon damit beginnt, dass es mit einem halben Terabyte an Informationen gefüllt wird, wenn man es einfach mal rüberkopiert. Oder du hast das Problem, dass das ein Datengrab wird. Da liegen dann, du hast dann irgendwann 50, 60 von diesen Whiteboards, digitalen Whiteboards, und findest nichts mehr. Und die Leute denken dann, wir haben das ja auf so einem Whiteboard gemalt und das gibt's ja, das kann ich mir ja auch hier runterladen und ich kann ja auch theoretisch danach suchen. Die denken dann, das ersetzt die ordentliche Dokumentation. Also die fangen dann auch an und machen Präsentationen, indem sie auf dieses Whiteboard gehen
Und dann quasi statt PowerPoint aufzumachen, scrollen sie wie wild um dieses Whiteboard umher. Ja, ja. Mhm. Und das habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist quasi das Unproduktivste, was man tun kann. Das funktioniert ganz, 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 ganz selten und ist mehr oder weniger so ein Trugschluss, den ich beobachtet habe, für mich beobachtet habe. Das ist auch das, wo ich gemeint habe, es gibt einfach Werkzeuge und Dinge, die klappen aus meiner Sicht in echt, also haptisch einfach besser. Ne? Also dieses Zeichnen am Whiteboard, also gerade Softwareentwurf, ne, das ist so ein Thema. Was habe ich an meinem Leben gute und schlechte Diagramme am Whiteboard gemalt, aber das ist ja ein Kommunikationsmittel. Ne? Ja, genau. Ich male was hin, ich wische da 15 Mal rum, bis es jeder verstanden hat und dann vielleicht macht man noch ein Foto, dass man das nochmal nachdokumentiert. Genau. Aber prinzipiell ist das dieser Prozess, ne? Also wirklich dieses Hinmalen, dieser ganze Prozess. Und aber du wirst nicht auf die Idee kommen, das Whiteboard zu nehmen und dann in das nächste Meeting mit dem Management reinzusparen und dann zu sagen, so, wir haben da mal was gemacht. Wobei, alles schon gesehen, auch das habe ich schon erlebt, dass ein ganzes Whiteboard rumgefahren wurde. Aber das ist dann eher so die Ausnahme, wo man sagt, wir haben da jetzt gerade was draufgemalt, was wir jetzt genauso einfach zeigen Ausnahme. Wollen. Ne? Ja. Aber nicht die, genau, nicht die Normalität, jetzt, ja. Also die Leute haben sich dann schon erklärt, warum sie das tun, weil das ja was ist, wo man denkt, wolltest du jetzt die Zeit sparen, das ordentlich aufzubereiten, weil das Whiteboard ist ja nur ein Arbeitsgerät. Ja, ja. Übrigens, okay. Ich habe auch gerade das Conceptboard auf. Ich sehe auch, meine ehemaligen Arbeitgeber verwenden das auch. Die werden da aufgeführt. Also, aber klar, die waren jetzt alle im Zugzwang und haben, so eine Plattform gebraucht, wo du eben so arbeiten kannst. Aber wie du sagst, also Datengrab ist tatsächlich eine so Problematik. Und da ist auch das Problem das Finden. Ne? Also nicht das Suchen, sondern immer das Finden von Informationen, wie bei Wikis. Ne? Also egal welche Wiki-Plattform du verwendest, wenn da viele dran arbeiten und wenn das nicht wirklich so, sag ich mal, strukturiert aufgebaut ist wie eine Wikipedia, ist es unheimlich schwierig, dass du die Information findest. Ne? Es fängt an mit, dass Dinge dupliziert sind, dass die outdated sind, also dass die Informationen gar nicht mehr aktuell sind. Ja, genau. Also der Klassiker, den ich in jeder Firma gesehen habe, sind die Wikis, wo dann Pages oder Seiten waren mit solchen Text veraltet, muss überarbeitet werden. Ne? Oder solche, die diese Underscore-Archiv-Ordner, wo dann alles reinkopiert wird. Das ist auch wie beim Programmieren, ne? Der ganze Code wird auskommentiert, wo ich immer sage, lösch den Code, das ist doch im Repository drin, ja. Ihr braucht nicht da hunderte von Zeilen Code wegkommentieren, weglöschen, der ist doch noch da. Du kannst doch zurück in der Zeit und hier das wieder rausholen. Mhm. Und also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also wir wollen in manchen Aspekten tatsächlich diese Toolings mehr einsetzen. Also ich mache das übrigens jetzt auch nochmal ein bisschen ganz anders für meine Vorlesung. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ich bin jetzt umgestiegen mit meinen Vorlesungen. Also ich nutze mich nicht mehr die internen Plattformen, sondern ich habe gesagt, ich will A, etwas, das ist permanent verfügbar und öffentlich verfügbar. Ich habe ja auch schon meine Unterlagen alle bei GitHub eingecheckt, die Vorlesungsfolien, und bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, ich mache da jetzt über Jekyll tatsächlich statische Webseiten, wo die kompletten Kursinformationen und Unterlagen reinkommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, und eigentlich der logische nächste Schritt ist doch, warum quäle ich mich noch mit PowerPoint-Folien rum? Ne? Und bin jetzt mal hingegangen, ich hatte ja eh schon jetzt relativ lange die Foliensätze bei mir in Markdown geschrieben und die über MAP dann generieren lassen als PDF. Und bin jetzt gerade umgestiegen fürs nächste Semester auf Reveal.js als Framework, um tatsächlich das Markdown direkt anzuzeigen als Online-Präsentation, und habe dann halt auch kein PowerPoint mehr dabei, sondern wenn ich dann in der Vorlesung bin und Folien zeige, dann zeige ich im Prinzip die Online-Präsentation. Und die ist für jeden dann direkt zugänglich, abrufbar, ne, ohne dass jetzt ein PDF rumgeschoben wird. Okay, cool. Da gibt es eine Druckversion, also du kannst das auch dann ausdrucken, das sieht dann aus wie ein PDF, du machst das Save as PDF, das können ja die Browser und die Tools Stand heute.
Das heißt, da ist dann eben alles online. Das ist natürlich, meine Frau hat gerade gesagt, wo ich abends wieder gesagt hatte, ich gehe noch hoch und mache noch die Website für den Kurs fertig. Dann meinen sie so, hoffentlich wissen deine Studenten und Studentinnen, dass du abends da sitzt und die Webseiten für die baust. Ja, dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist denen egal. Ja, aber es ist ja auch für mich, wo ich will denen ja auch zeigen, was geht denn Stand heute. Ne? Mhm. Also wir haben immer noch Kollegen, Kolleginnen, die verwenden Overhead-Projektor und Folien. Seit Jahr und Tag wird das aufgelegt. Ne? Und es gibt aber so viele tolle Lösungen, also wie gesagt, diese Kollaborationstools, wenn das eher jetzt ist, eine Informationsaufbereitung, also sowas wie diese Webseiten. Ich hatte auch immer das Problem, dieses ganze weiterführende Material. Ne? Webseiten, Datenpodcast, Daten, ein YouTube-Video, Datenstream, irgendwelche Fotos, ne? Irgendwelche Paper verlinkt, Artikel, Bücher verlinkt. Das ist ja naheliegend, dass du das alles auf einer Webseite machst. Na, und es gibt die Tools, man muss halt dementsprechend nur aufbereiten. Ja. Es ist natürlich anstrengend, ne? Und es geht dann nachher keiner hin und sagt, boah, cool gemacht, ne? Und toll, dass du da irgendwie. Ja, vielleicht ja doch, also das wirst du doch bestimmt auch erlebt haben. Also bisher noch nicht, aber das ist jetzt auch kein Phishing for Compliments, ne? Was ich einfach, also warum mache ich das? Das ist ja wieder Selbstzweck. Als Informatiker bin ich, was bin ich? Ich bin faul. Ja? Ich möchte Dinge nicht mehrfach machen. Das heißt, ich mache Dinge einmal und das, ich glaube, das ist auch die Overhead-Folien-Geschichte. Du schreibst die einmal und legst die jedes Jahr neu auf. Na, und ich sage mir halt, ich packe das Zeug halt einmal online und kann das im nächsten Semester genauso wieder verwenden. Und wenn ich jetzt in dem Semester was aktualisiere oder sich ein Link updatet, dann mache ich das halt online direkt, check das ein in mein Git-Repository und dann ist das für den nächsten Kurs auch schon wieder da. Mhm. Und damit spare ich mir langfristig unheimlich viel Aufwand, also so ist das hehre Ziel. Ne? Wie ich mich natürlich kenne, baue ich das in 2 Jahren wieder um, weil es wieder was Neues gibt, aber das liegt natürlich auch in unserer Natur. Wobei selbst dann wird es ja wahrscheinlich noch weniger Arbeit sein, als es von Null zu starten. Ja, natürlich, also das habe ich jetzt auch gemerkt, nachdem ich so ein paar Hürden bei dieser, sag ich mal, bei dem Umbau von diesem MARP auf das Reveal.js hatte. Im Endeffekt ist es so, ich kopiere die Markdown-Dateien und ich muss ein paar Formatierungen anpassen. Das heißt, ich gehe eh nochmal durch die Foliensätze durch, passe ein paar Formatierungen in den Markdown-Dateien an. Und bin ich da fertig an der Stelle. Ne? Das ist ein neuer Foliensatz gemacht. Das ist eine Webseite. Du machst dir keine Sorgen mehr über Rendern. Du machst dir dieses pixelgenaue Verschieben, was man von PowerPoint kennt. Tolles Tool, ne? Also ohne Frage. PowerPoint, ich liebe es. Ich mache alle meine Grafiken für Paper etc. Mhm. Mit PowerPoint, also aus meiner Sicht mit eines der besten Zeichenmalprogramme, ne? Weil du so tolle Dinge mitbauen kannst. Aber man verschwendet aus meiner Sicht viel Zeit mit diesem pixelgenauen Positionieren von Informationen auf der Seite und in Markdown runtergeschrieben, wie das gerendert wird, kümmert sich das Framework drum. Meistens sieht es ordentlich aus. Und wenn ich jetzt Student, Studentin habe und die gucken das auf dem Handy an, selbst da, ne, da ist Bootstrap mit drin. Das heißt, das wird dann auf einem Mobiltelefon, auf einem Smartphone oder auf einem Tablet ordentlich gerendert. Also das ist Wahnsinn, was da Stand heute geht. Ich habe ein bisschen, während du erzählt hast, auch ein bisschen rumgeklickt. Links dazu kriegt man natürlich auch wieder in den Shownotes. Shownotes, ja. Das ist schon auch eine andere Art von, also viel aufgeräumtere Art von Präsentation, die dann da rauskommt, ne? Weil du wirklich auf das Wesentliche fokussierst und nicht, du hast wahrscheinlich auch rein systematisch nicht wirklich viele Malereien da drin, wenn sie nicht wirklich notwendig sind. Und das ist ja schon ein Unterschied zu PowerPoint, da hat man ja oft Malereien drin, ob die jetzt nötig sind oder nicht. Genau, also weil Grafik bedeutet, das ist ähnlich, wenn du LaTeX-Dokumente schreibst. Ne? Also Grafiken bedeuten letztendlich dann doch erstmal wieder, du machst ein Bild und bindest das Bild ein. Das ist kein Hexenwerk, das geht relativ schnell. Aber trotzdem ist es ein extra Arbeitsschritt. Da kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Ne? Ist ein extra Arbeitsschritt, dauert extra. Aber wie du sagst, ne, du konzentrierst dich erstmal auf die Informationen. Und jetzt kommt ja der Punkt, dadurch, dass ich ja diese ganzen Webseiten aufbaue, stehen ja diese Informationen alle in der Webseite nach und nach. Das wird sich jetzt auffüllen, ne? Dann gibt es noch ein Skript dazu. Und die Präsentation letztendlich ist tatsächlich das, was sie auch sein soll, in einer Vorlesung oder in einem Termin, wo du das präsentierst. Eine Stütze für den Vortragenden, ne, dass er das quasi erzählen kann, ne, und dass der Zuhörende entsprechend dir folgen kann.
Und die ganzen anderen Informationen, die packe ich gar nicht in das PowerPoint oder in die Präsentation rein, weil das liest sich ja auch dann keiner durch in den 45 oder 90 Minuten. Ja, und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dieses Lernen aus Folien setzen, ne? Also dieses reine Lernen aus den Folien, das ist immer verkürzt, weil du hast 45 Folien, erzählst 90 Minuten und dann wird am Endeffekt auf eine Klausur oder auf eine Prüfung eben gelernt aus diesen Folien setzen. Da fehlt doch so unheimlich viel. Mhm. Na, und das ist aber doch eine Idee von diesen alternativen Unterrichtsmethoden, dass du eben sagst, die bekommen diese Informationen vorab und du machst dann eben mehr praktische Arbeiten oder so Fragerunden. In der eigentlichen, sag ich mal, Vorlesenseinheit. Aber auch da, ich glaube, da können wir mal irgendwann eine ganze Einheit drüber. Ich glaube, als Student brauchst du da auch eine andere Herangehensweise. Also du kriegst halt wirklich keinen Frontalunterricht an der Stelle, sondern du kriegst halt wirklich nur Anwendungen gezeigt in dem Maße, wie du es jetzt erklärst. Mhm. Und das, genau. Also wenn du deine Hausaufgaben gar nicht machst, ne, wenn du dich nur mitziehen lässt, dann ist das natürlich, dann geht das nicht mehr. Genau, genau. Und Aufgaben ist auch wieder so unheimlich spannend. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Schule und Studium, es gibt ja freiwillige Aufgaben und es gibt bewertete Aufgaben. Ne? Ja, kenne ich. Und freiwillige Aufgaben heißt, im Regelfall wird nicht gemacht. Ne? Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil es ist schon eine Menge. Ne? Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, studieren ist jetzt kein 9-to-5-Job. Wie es, glaube ich, inzwischen oft angesehen wird. Das ist halt zum Beispiel eine Lebensabschnittsphase, wo du tatsächlich ranklotzen musst, ne? Wo du im Endeffekt auch mit einem Abschluss glänzen möchtest. Und da kann ich halt abends um 5 nicht auch den Stift fallen lassen und sagen, da ist fertig. Also kann schon, aber... Ja, kommt drauf an, was du noch so gemacht hast. Ne? Ja. Ist ja auch nicht so, als hast du eine wirklich kurze Zeit zum Studium. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man da dran geht. Ich bin da wahrscheinlich die völlig falsche Person, irgendwas zum Thema Studium einzuschätzen. Genau, an der Stelle an alle, die zuhören, auf jeden Fall die vorherigen Folgen mal anhören, da haben wir das Thema schon mal behandelt. Ein Thema interessiert mich jetzt noch brennend. Ja. Wie macht ihr Prüfungen? Prüfungen, wir haben die tatsächlich auch wieder sehr kurzfristig angeordnet, letztes Semester waren die online. Und da muss man aber vorher noch was sagen. Wir verfolgen bei uns an der Hochschule, zumindest in meinem Studiengang, also im Software Engineering, schon sehr, sehr lange weg von Klausuren. Also wir haben etwas, das nennt sich Leistung durch Arbeit, glaube ich. Das heißt, du gibst während dem Semester Aufgaben ab. Mhm. Und vielleicht machst du zwischendurch mal einen Test, ja, so zwei Seiten, wo irgendwas abgefragt wird. Aber im Endeffekt hast du bis zum Ende vom Semester 5, 6, 7, 8, 9, 10 größere Aufgaben, vielleicht ein größeres Projekt gemacht oder wie gesagt in so einem Labor auch ein ganzes Produkt entwickelt, was dann gezeigt wird und benotet wird. Hast du präsentiert, hast du Dinge eingereicht und die werden benotet. Das ist für die Lehrenden sehr viel mehr Aufwand, als einmalig eine Klausur durchzuarbeiten. Oh ja. Aber was du da vermeidest, ist dieses Bulimie-Lernen. Ne, dieses, ich lerne eine Woche vor der Klausur, prügel ich mir alles rein und vergesse es dann einen Tag danach wieder. Ja, der Vergleich mit Schule ja eigentlich auch nicht mehr wirklich von der Hand zu weisen, ne? Weil dann hast du ja wirklich, ähnlich wie in der Schule, kontinuierliche Ergebnisse und genau. Siehst ja auch kontinuierlichen Fortschritt, muss dafür als Student, also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die finden dieses, wie hast du es genannt, Bulimie-Lernen, finden die bestimmt ganz, ganz toll, weil du wirklich auf einen Termin hin einmal abliefern, auskotzen musst und das war's. Aber das ist ja natürlich für den Inhalt völlig, völlig untragbar. Das ist ja einfach kompletter Quatsch eigentlich. Es bleibt halt langfristig da auch nichts hängen. Ne? Ja. Also das. Okay, also macht ihr das sozusagen kontinuierlich, den mehr Aufwand an der Stelle? Und eigentliche Prüfungssituationen, die sind dann auch online, sagst du? Genau, also bei den Fächern, wo wir tatsächlich Prüfungen haben, ist es dann so, dass wir das jetzt, also in dem letzten Semester zumindest online gemacht hatten.
Es gibt Tools, die können das von vornherein, also da spielen ja auch immer so Dinge rein wie Archivierung, Sicherheit etc. Ne? Es gibt dann natürlich andere Probleme, wie schließt du Betrug aus oder so, und da gibt es aber auch wieder Ansätze, dass du eben sagst, du machst halt keine Abfrageklausur, sondern eine kompetenzorientierte Klausur. Das heißt, bedeutet aber wieder sehr viel Aufwand, ne? Weil ich muss jede Lösung explizit bewerten. Ne? Das heißt, ich lese es durch, ich sage zum Beispiel, da ist eine Problemstellung und man soll das eben entsprechend vielleicht bewerten, beschreiben, vielleicht ein Diagramm dazu zeichnen. Das ist was anderes, als wenn jemand einfach 5 Stichworte untereinander schreiben muss. Und auch das bedeutet wieder für den Lehrenden viel, viel mehr Aufwand, als einfach nur schnell durch eine Klausur durchzukorrigieren. Ja, das ist klar. Aber auch da, weil du es fragst, ich bin dann im letzten Semester hingegangen, habe gesagt, ich tue mir das eigentlich gar nicht an. Also auch gerade dadurch, dass ja, sag ich mal, dem Betrug Tor und Tür aufgemacht wird. Ne? Also ich suche es mal raus, es gibt Webseiten, wo ja sogar erklärt wird, wie du Online-Systeme austrickst. Ja? Wie du das machen kannst. Also selbst mit diesem Proctoring, also wo du überwacht wirst, was man da alles machen kann, wie man da drum rumkommt, dass nicht entdeckt wird, dass du da, also, vielleicht aber mal anders aus den Leuten, ist doch Quatsch. Ja, pass mal auf, dieser Aufwand, das zu betreiben, das ist meistens ein Vielfaches von dem, was du bräuchtest, um einfach für eine gute Note zu lernen. Ja, eben. Ne? Das, genau. Also das ist das, was mir nicht in den Kopf reingeht. Ne? Aber prinzipiell gibt es das eben. Ich wollte mir das nicht antun und habe gesagt, pass auf, in den Fällen, wo ich eine Klausur hatte oder hätte, das war jetzt bei mir nicht so viel, das sind 2 Kurse gewesen, habe ich gesagt, wir lassen das an der Stelle einfach mit der Klausur und ich beantrage ersatzweise eine andere Prüfungsform. Zum Beispiel, es gibt ein Referat. Das heißt, die Kursteilnehmerinnen müssen sich in ein Thema einarbeiten und können das dann, stellen das dann eben vor. Ne? Entweder war das dann einmal als Video hochgeladen, dann konnte das eben im Vorfeld gemacht werden, oder dass man eben einen Tag hatte. Das ist natürlich auch wieder anstrengend, wenn du dann den ganzen Tag den Vorträgen folgen muss, weil es dann doch auch relativ viele Studierende waren, die das gemacht hatten. Aber das sind halt Alternativen, die kann man machen. Das ist jetzt auch eine Ausnahme. Ne? Das geht ja irgendwann vorbei. Nichtsdestotrotz, du hast gerade im Grundstudium einige Fächer, wo du einfach Klausuren hast, einfach um auch dieses Lernen zu forcieren. Ja, also du musst ja irgendwie die Leute dazu motivieren, sich doch mal hinzusetzen und sich die Sachen anzuschauen. Das nimmt aber mit, sag ich mal, den fortschreitenden Semester immer mehr ab. Das heißt, diese Klausuren verschwinden immer mehr, zumindest bei uns. Je weiter du im Studium fortschreitest und es geht immer mehr in diese praktischen Arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch im 5. Semester ein Praxissemester. Das heißt, da müssen die Studierenden ja auf jeden Fall in eine Firma rein und dann Praxissemester absolvieren. Und danach quälst du die ja im Prinzip nicht mehr mit einer Klausur. Ja, also ich will ja in einem 6. oder 7. Semester von jemandem nicht mehr wissen, ob er lernen kann, ja, sondern dann geht es ja wirklich darum, dass ich ihm noch Wissen vermittle, ja, und dann ist es viel sinnvoller, wenn ich denen praktische Arbeiten gebe. Davon profitieren die ja auch viel mehr im Beruf später, wenn sie jetzt gerade aus den Fächern jetzt noch was programmieren und das dann anwenden, eine Technologie kennenlernen. Auch ne, DevOps zum Beispiel, ich mache da in der ersten Hälfte der Vorlesung Theorie, wo kommt das her, was sind so die Ideen dahinter, ne? Verschwendung vermeiden, also MUDA, Flow, also alles, was man so aus den Büchern kennt, das ist natürlich aber alles so ein bisschen, sag ich mal, abstrakt. Dann gehe ich rein, zeige dir mal, was es kann, wann, wie plant man eigentlich damit. Wenn wir das in Präsenz machen, habe ich eigentlich eine Übung, dass man so diesen Pull- und sogenannten Push-Mechanismus, den Unterschied kennenlernt. Also wie performant kann ich arbeiten, wenn ich mir selbst die Arbeit nehme. Das ist immer so ein Aha-Erlebnis, ne? Anstelle, dass dir jemand die Arbeit reindrückt. Aber dann kommt in der 2. Hälfte nur noch Praxis. Da kommt Tooling, ne? Da kommt Provisionieren, da kommt Infrastructure as Code, da werden Skripte geschrieben, da müssen die sich in Linux installieren, was manche bis dato noch nicht gemacht haben. Obwohl inzwischen schon, weil ich verlange das inzwischen schon im 2. Semester. Dann müssen die eben, wie gesagt, ein Provisionierungsskript schreiben. Dann lernen die Vagrant, dann müssen die was bauen, wo es eine virtuelle Maschine hochziehen, automatisiert. Und das ist eine praktische Arbeit, die sie abgeben. Ne? Und was mache ich dann? Ich lasse mir das dann abliefern und führe das bei mir dann aus.
Auch das ist wieder sehr viel Aufwand. Ne? Also ich sitze dann an einem Rechner und wenn ich 30 Abgaben habe, provisioniere ich 30 virtuelle Maschinen nacheinander bei mir. Und wenn das nicht klappt, muss ich mir natürlich die Fehler anschauen und entsprechend dann auch bewerten. Ne? Also wie viele Teilschritte sind erfolgreich, etc. Ja, das ist ein irrer Aufwand. Aber sie profitieren davon am meisten. Mhm. Die gehen dann raus und haben zumindest mal eine Handvoll Tools praktisch kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, da profitierst du doch viel mehr davon, wenn du später in den Job reingehst. Keine Frage. Also wenn du so einen Student oder Studentin bekommst, sag ich mal, die können dann ja ein bisschen was. Die haben was gesehen, die haben vor den Sachen nicht so eine Scheue. Als nur jemand, der jetzt vielleicht das nur rein theoretisch mal gelernt hat, da gibt es sowas. Ne? Da gibt es was, das nennt sich Skripte und das kann man auch sowas ausführen. Das heißt Linux und habe ich aber auch noch nicht gesehen, weil also ich habe jetzt zum Beispiel was sehr Spannendes gemacht. Im zweiten Semester bei uns, da habe ich Betriebssysteme. Und ich habe die Vorlesungen ein bisschen anders aufgezogen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Buch gefunden, nennt sich Operating Systems 3 Easy Pieces, glaube ich genau, auch von einem Dozenten aus den USA, der eigentlich mit den, sag ich mal, Betriebssystem-Lehrbüchern, die es so gibt, ne, der Silberscharzen, Tannenbaum, wie die alle heißen, nicht ganz glücklich war, ne, weil das sind so Bücher, sag ich mal, für Universitäten, wo du lernst, wie programmiere ich ein Betriebssystem. Das braucht jetzt mein Student, Studentin, nicht, der in eine Firma reingeht. Aber was ist denn für einen Softwareentwickler relevant? Der muss doch verstehen, wie funktioniert denn Scheduling, wie funktioniert denn Speichermanagement? Warum ist denn sowas wie ein Lokalitätsprinzip relevant? Ja, also was für eine Auswirkung hat das, wenn ich alle meine Variablen in meinem Java- oder C-Sharp-Programm in der Main-Klasse definiere? Und von jeder Klasse darauf zugreife, ne? Im Gegensatz dazu, wenn ich die Variablen, die ich brauche, da definiere oder deklariere, wo ich die verwende. Ne? Also Paging, ne? als Beispiel. Also welche Auswirkungen hat das? Welche Auswirkungen interrupt solche Geschichten? Also was bedeutet das, wenn ich eben eine Anwendung habe? Wir machen Betriebssysteme, gehen wir am Ende dann durch Hardware durch, also I/O-Geräte und gehen dann am Schluss auch nochmal durch Festplatten durch, wie funktionieren die, ne? Unterschied HD, also HDD und SSD. RAID-Systeme, ne? Warum ist ein RAID kein Backup? Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich. Und ja, ich habe übrigens zwei RAID-Systeme jetzt am Laufen. Ich habe das, das eine als Backup vom anderen. Mhm. Ja, das ist schon wieder sinnvoll. Und lauter solche Dinge, das einfach zu vermitteln. Und dann bin ich hin und habe gesagt, so, und jetzt setzen wir noch eins drauf. Die lernen jetzt bei mir im zweiten Semester schon Git. Also müssen sie anwenden in Grundzügen. Die lernen C programmieren und lernen mit Pointern umzugehen und schreiben einfache Datenstrukturen. Ne? Die schreiben bei mir einen Stack, die schreiben bei mir eine Linked List, so ein Klassiker. Die schreiben ein ganz rudimentäres I/O-Interface in C. Und das ist einfach eine Übung, weil wenn jemand sich bei uns dann für Systems Engineering, heißt das, die Vertiefung später interessiert, dann lernen die auf Embedded Controllern zu programmieren, ne? Programmiersprache C. Dann haben sie das aber schon mal gesehen. Die wissen, wie funktionieren Pointer oder haben zumindest schon mal kennengelernt, wie die funktionieren und haben sich in Linux installieren müssen. Da hat man sich übrigens dieses Semester beschwert. Ne? Beim Heil müssen sie ein Linux-System installieren. Beschwert? Wieso beschwert man sich dann? Ja. Ich muss mir vorstellen, im zweiten Semester, da bist du jetzt gerade mal ein Jahr lang aus der Schule raus. Ja. Und nicht jeder ist dann so nerdig, dass er eben schon mit in dem Alter schon verschiedene Betriebssysteme durch. Software Engineering. Wann ist das denn okay, dass man die Menschen dann belästigt? Also aus meiner Sicht schon im zweiten Semester. Ne? Im ersten ist es, glaube ich, noch sehr viel, aber im zweiten, also innerhalb vom ersten Jahr, müssen sie das auf jeden Fall. Ist ein Ding. Da müssen wir übrigens mal über ein Video sprechen, was ich inzwischen gesehen habe vom Linus Torvalds, wo er erklärt, warum Linux nicht wirklich im User Space angekommen ist. Und das ist, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Ich suche das mal raus. Wir schreiben das mal auf in unser Backlog. Es ist phänomenal gut, wie derjenige, der das eigentlich alles, sag ich mal,
der dem ganzen Leben eingehaucht hat, ne? Wo er die Problematik an der Stelle aufzeigt. Ne? Also die Quintessenz dabei ist im Endeffekt, wie die Pakete gemanagt werden. Ne? Also unter Windows, du kennst das, ne? Du machst einen Installer und den kannst du quasi auf nahezu jedem Windows installieren. Pakete maintain unter Linux, das ist eine Welt für sich. Ja? Also ich scheiterte auch öfters mal an irgendeiner Distribution, dass es jetzt just gerade das Paket nicht gibt, ne? Oder noch nicht gibt. Oder ein anderes Paket outdated ist oder Abhängigkeiten nicht gehen. Und aber klar, das sind Dinge, wo ich eben dann auch versuche, den beizubringen, die Probleme zu zeigen. Und ja, man muss früh, aus meiner Sicht, musst du früh damit anfangen, weil später, wenn du irgendwo bei einer Firma anfängst und die sagen, naja, wir verwenden zwar ein Windows als Hostsystem, aber alle unsere Entwickler arbeiten in einem Red Hat in einem Docker-Container. Ja, und dann sitzt du da und sagst da, Doku was und Rot, Red, aber, alles noch nicht gehört. Ja, ne? Aber das würde ich schon erwarten. Also, du hast mich ja erstaunt fragen hören, wann die Leute das denn erwarten, dass das passiert. Ich meine, bei der Auswahl des Studiengangs muss einem doch klar sein, dass man hoffentlich früher als später erfahren wird, was denn diese Magie namens Computer, diese magische Maschine, was denn die so tut und wie die so funktionieren sollte. Und dann gehört doch das eigentlich dazu, dass man sich damit wenigstens interessehalber mal beschäftigt hat. Und ich finde das zweite Semester schon erstaunlich spät. Also weil das ist für mich, ich hätte fast gedacht, dass sowas heutzutage Grunderfahrung sein sollte. Ich habe die Hoffnung immer noch, dass unsere Schüler damit konfrontiert werden. Das ist eigentlich, also ich glaube, man muss noch viel, viel früher damit anfangen, ne, dass du einfach mit dem umgehen kannst. Es ist eine spannende Geschichte, weil ich sehe es ja gerade an meinen Kindern. Wir sind jetzt 2 und 4. Die haben beide ein Kindle, die können beide, also wahnsinnig, die können auf dem Handy rumtippen, also dieses haptische, ne, dieses gestengesteuerte, das funktioniert alles super gut. Aber das ist für die eine Blackbox, ne? Das ist einfach da. Das ist ja nicht wie bei uns. Ich weiß nicht, was war dein erster Rechner, wo du angefangen hast? Mein erster Rechner? Das war ein PC tatsächlich. Ein PC, ne? Bei mir war es ein C64, ein Amiga. Dann kam bei mir erst der erste 386er, ne? Wo wir dann damals auch noch einen Co-Prozessor beim Kollegen damals eingebaut haben. Also im SX und DX gemacht und dann aufgerüstet. Genau, aber ich habe auch vorher mit C64 und sowas gemacht, ne? Aber da war tatsächlich die Frustlevel so hoch, dass ich die Scheiße nicht ordentlich habe speichern können. Und das Laden, das Ständige und das, ja, und da war dann schon irgendwie so ein PC schon ein ganz schöner Wurf weiter. Und dann was weiß ich, ne? Dann hast du DOS, dann hast du Windows gehabt, dann hast du OS 2 gehabt. Ne? Kennst du das noch, OS 2? Ja, das habe ich ja eingesetzt. Ne? Dann ist man da auch mal durch Maschinen. Genau, Mailbox, ein Bulletin Board System betrieben. Also das war eine ganz andere Zeit. Ne? Irgendwo was rumgelötet. Ne? Mein erster C64, der war gemoddet, der ist irgendwann mal tatsächlich in Flammen aufgegangen. Ne? Ja. Das war ja einfach ganz anders. Ne? Und heute kaufst du dir halt so ein 1.000-Euro-Handy und da ist unglaubliche Leistung drin. Und vielleicht als Beispiel auch von der Vorlesung her. Ne? Also ich lehre, also gerade wenn es darum geht, nimmst du Prozessmanagement, Scheduling etc. Wir gehen ja erstmal von, also Annahme ist, ich habe eine CPU. Ne? Wir fangen einfach vorne an. Und wir kommen dann mit dem Thema aber nicht in einem Semester durch. Ne? Also ich bräuchte viel länger, um da jetzt noch eins oben drauf zu setzen und sagen, so, und jetzt gucken wir uns die Problemstellung mal an für Multi-CPU. Ne? Also, weil das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Und ganz ehrlich, ich sitze auch manchmal stand heute da und wenn jetzt mal wieder das neue iPhone angekündigt wird mit einem neuen Chip, dann überlege ich mir auch mal, da sitzt doch jemand und der designt diesen Chip. Ja, das ist so. Und ich komme aus dieser Branche, ne? Jetzt nicht aus der Hardware, aber aus der IT. Und ich denke dann immer, also was diese Leute wissen müssen, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann auch so. Ne? Die überlegen sich dann, oh, was der Programmierer da macht. Ne? Das ist ja das ist irre. Ne? Aber da siehst du halt auch schon, wie unheimlich groß, sag ich mal, dieses Umfeld ist. Ja, wobei Hardware-Design und Chip-Design im Speziellen, da hast du ja auch Beschreibungssprachen. Also im Grunde ist das ja auch nicht viel weiter weg als Programmieren. Als du jetzt Programmieren im Kopf hast, als wir beide Programmieren verstehen. Nur, dass dann am Ende eben Silizium-Strukturen
generiert werden. Rauskompiliert werden. Ja, aber es ist so, es ist ja wirklich so. Du hast ja eine Beschreibungssprache und daraus wird dann sozusagen Schaltung. Da macht ja keiner, also da liegt ja die wenigsten Schaltungen, die wenigsten Chips werden irgendwie handdesignt in der einzelnen Schaltung, sondern da hast du halt wirklich Frameworks und Engines, die dir helfen, dieses Design umzusetzen, aus Code zu generieren. Hatten wir nicht schon mal über Live Overflow gesprochen? Da hat der Streamer, der ja so einen 8-Bit-Computer nachbaut, nach dieser Anleitung. Wir haben schon mal über sowas gesprochen, über Live Overflow haben wir noch nicht gesprochen. Aber es gibt ja so eine Anleitung, wie du eben so einen 8-Bit-Computer von Hand baust, also wirklich mit Drähten, auf diesen Steckbrettern. Und ich habe bei dem ein paar Mal reingeguckt in den Stream, der hat das wirklich auch von Hand gemacht. Und habe zufällig mal in so einen Stream reingeschaltet, wo er gerade so die Hand auf irgendeinem Chip hatte und gemeint hat, oh, das wird aber verdammt heiß. Wo er irgendwo eine Schaltung falsch gelegt hatte und dann tatsächlich der Chip so ein bisschen heißer wurde. Aber das ist halt eine Welt für sich, ne? Also gerade auch bei diesen Schaltungsthematiken ist nicht meine Welt. Gibt ja bestimmt auch genügend, die da Spaß dran haben. Ja, dann packe ich auch nochmal den Ben Eater Ben Eater war das, genau. Live Overflow ist ja dasselbe, ist so ähnlich. Da hast du Programmierung, Exploits, Webhacking, solche Sachen. Genau. Und der hat aber nach dieser Anleitung von Ben Eater hat er diesen Computer. Okay, dann haben wir denselben im Kopf gehabt. So. Genau. Ja. Der hat doch so tatsächlich dann das auf dem Steckbrett zusammengeklöppelt und dann erklärt, was dann da passiert und dann Anbindung von irgendwelchen Peripherien und so. Richtig gut gemacht. Gibt es eine ganze Videoserie, habe ich auch in die Shownotes gepackt. Genau. Und dann, weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, also eine Sache, die ich immer wieder gern angeguckt habe oder immer noch, oder schon länger jetzt nicht mehr, aber gern angeguckt habe, war eben hier Rossmann Group weiß nicht, YouTube, Twitch, der ja diese MacBooks repariert, ne, und der diese Details so unheimlich gut erklärt, ja, und der mir letzten Endes auch die Angst genommen hat, auf Elektronik rumzulöten. Jetzt nicht in dem Detaillevel, wie er das macht, aber einfach um zu sehen, dass du diese Chips auch von so einem MacBook-Board runterladen kannst, ne, und du, da habe ich übrigens was gelernt, was ich bis dato tatsächlich nie gewusst habe, obwohl ich mal löten gelernt habe in meinen jungen Jahren. Okay. Dass ja, wenn du so mehr oder weniger das Flussmittel auf so eine Platine kippst, das und das Lötzinn, dass das ja an dieser grünen Beschichtung gar nicht heften bleibt. Ne? Und nachdem ich das gelernt hatte, habe ich kurz danach so ein unheimlich cooles Video gesehen, wo so Steckplatinen in einer Fabrik in China hergestellt werden. Hast du das schon mal gesehen? Mit dem, da läuft im Prinzip so eine Art Wasserfall mit dem flüssigem Wellenlöten da. Mit dem, Und die Boards, wo dann die Chips draufgesteckt sind, die laufen da einfach nur durch. Und genau, das Zinn bleibt nur an der Stelle kleben, wo es soll. Genau. Und ich denke, das hat mir in 30 Jahren keiner erklärt. Ich oute mich jetzt komplett. Ne? Das hat ja nie jemand erklärt. Und ich gebe mir da immer Mühe, dass da nichts vorbeiläuft, ne, beim Löten. Einfach kippen, ne? Und ja, einfach drauf und gut ist. Ne? Und das habe ich bei dem Rossmann das erste Mal gesehen, wo der da ja tonnenweise Flussmittel auf die Platinen kippt. Und ich mir immer gedacht habe, wie funktioniert das? Ne? Das ist Magic, was der macht. Da habe ich mal halt nachgelesen und plötzlich mal wieder was komplett Neues gelernt, so als, sag ich mal, Programmierer, ne? Aber als ich das erste Mal gesehen habe und auch diesen Moment hatte, den du gerade beschreibst, habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich bin ich doof. Eigentlich, ja, wie denn sonst? Das ist ja völlig unvorstellbar, dass wir da irgendwelche Mikropositionierer haben, die dann höchst genau einzelne Pins irgendwie oder Bälle da unten drunter an die richtige Stelle buxieren. Sondern das muss ja irgendwie, mit Physik dahin gesteuert werden. Ja, klar. Und da denkst du auch wieder, das muss ja jemand erfunden haben. Ne? Also das ist immer wieder phänomenal, was wir so in der Industrie alles machen können. Ja. Aber so sieht es aktuell in der Lehre aus. Also Tooling bleibt spannend. Es bleibt vor allem spannend, was bleibt denn hängen von den Dingen. Ne? Also wie viele fallen zurück in dieses, sag ich mal, traditionelle Lehren, also Präsenz, da wird nichts dran vorbeigehen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Welt jetzt nach 2 Jahren gleich aussieht nachher. Also ich werde wieder ins Büro fahren. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, 1:1 zurückzukehren zu dem, was vorher war.
Das denke ich auch. Also auch bei den Vorlesungen denke ich auch, also schon allein vom Material, was man anbietet. Mhm. Ne, ich sage, da muss einfach was hin. Ne? Das war ja auch, wie gesagt, dieses Experiment, was ich gemacht hatte, dass man sagt, man bietet das an. Ich habe einen ganz wichtigen Punkt, den ich tatsächlich für mich ändere, ist Sprechstunden. Ne? Also ich habe jetzt im aktuellen Semester einfach Sprechstunden, so Timeslots von 30 Minuten angeboten, mhm. wo ich gesagt habe, die könnt ihr euch einfach buchen. Und ich würde aktuell mal behaupten, ich habe einen Zuwachs von Inanspruchnahme von Sprechstunden, weil die dann online sind, ne, wo ich gesagt habe, wir machen das direkt in BBB, also in diesem Big Blue Button. Das ist ein geschützter Raum, der ist bei uns fakultätsintern gehostet, da wird nichts aufgezeichnet. Und es ist natürlich, also zum einen, wir durften uns am Anfang hier nicht treffen. Und zum anderen ist es natürlich in Anführungsstrichen bequem. Und ich würde aktuell mal behaupten, das Zehnfache an Terminen wird wahrgenommen. Okay, das ist aber eigentlich gut. Und ja, das ist super, weil Sprechstunde ist ja nicht nur dafür da, dass jemand kommt und sich um die Note beschwert, sondern mhm. da geht es auch darum. Ich habe wirklich Studierende, die kommen und nehmen die Sprechstunde, weil sie was zum Stoff fragen. Okay. Und das gehört ja auch wow. dazu, ne, dass man sagt, man bietet ja das an, dass wenn jemand, also gerade an der Hochschule, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da noch eine Frage zum Thema, ich habe das nicht verstanden oder eine Frage zur Ausarbeitung. Das ist eine extrem positive Entwicklung, finde ich jetzt, was du sagst. Und das ist für mich natürlich, also das ist was, wo ich mitnehme und sage, ich werde das wahrscheinlich als komplementär anbieten, ne? Dass du sagst, du hast halt eine Stunde die Woche, wo jemand vorbeikommen kann, auch ohne Termin. Ne? Wenn was, manchmal will man doch was persönlich klären, aber ansonsten, dass man sagt, da gibt es halt noch anderthalb Stunden die Woche, wo man anbietet online. Und man kann da eben auch tolle Sachen machen, wo unser System zum Beispiel dann anbietet. Buchungen sind bis 24 Stunden vorher möglich. Mhm. Weil hat niemand gebucht, dann kann ich die Zeit anders verwenden. Ne? Oder vielleicht auch, wenn jemand noch anders einen Termin anfragt, kann man das entsprechend toll steuern. Die wissen das aber auch dementsprechend und können das eben unheimlich gut. Ja, ich kann mir denken, dass das natürlich auch von anderen dann gefordert wird. Ne? Also weil das stelle ich mir schon ziemlich praktisch vor, also quasi Grundbedingung. Weil das verbessert ja auch, wenn man sich trifft, trotzdem die Situation. Du kannst ja nicht einfach in der Vorlesung dann anfangen, da irgendwelche persönlichen Fragen zu stellen. Genau, auf der anderen Seite, also Negativentwicklung ist halt dieses, sag ich mal, diese Hemmschwelle, deinen Dozierenden E-Mails zu schreiben. Das ist eine Größenordnung, also da sprechen wir von Faktor 100 ungefähr, was da ankommt. Mhm. Und das war jetzt natürlich auch dadurch bedingt, dass wirklich die Studierenden dich nicht getroffen haben. Und was dann eben ich hatte zeitweise 200 E-Mails, war ich da im Rückstand. Ne? Und du versuchst ja dann doch alles zu beantworten oder zumindest zu sagen, ne, das muss ich irgendwie anders klären oder dann vielleicht doch eine Sprechstunde wahrnehmen. Also diese E-Mail-Flut, und das hat aber schlagartig jetzt auch im September mit diesem Präsenzunterricht wieder abgenommen, weil im Endeffekt sind das Dinge, die kurz nach der, sag ich mal, Vorlesung geklärt werden. Ne? Ja. Also ganz Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten erübrigen sich in der Präsenz dadurch. Ja. Weißt du, das sind die typischen Kaffeeküchengespräche. Aber auf Deutsch, wenn du jetzt nach deiner Vorlesung einfach noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten zusätzlich anbieten würdest, hättest du die E-Mails auch nicht. Interessanterweise sind das wird nicht wahrgenommen. Ne? Also okay. Ich bin online immer geblieben und da wird sofort ausgelockt, weil was anderes interessanter ist. Okay. Wenn die im Hörsaal sind, die laufen an dir vorbei, ja, und dann haben sie halt doch noch. Ja, genau. Und dann stehen noch zwei nebendran und dann hast du so eine Clusterbildung und dann ist das beantwortet. Ne? Dann haben das alle Lerngruppen irgendwie mitbekommen und dann passt das. Das ist ja interessant. Und das sind so die, sag ich mal, diese Kleinigkeiten, die dann mitgenommen werden. Das hat radikal abgenommen. Also da bin ich jetzt wirklich wieder, da ist vielleicht einmal alle zwei Tage kommt eine Anfrage, der Rest wird in der Vorlesung dann geklärt. Also das war so eine Entwicklung, wo ich sage, das war online nicht ganz so gut. Da haben wir einfach auch die Lösung nicht. Ne? Also ich habe für viele Dinge, bin ich hin und habe gesagt, na, wenn das jetzt mehrfach gefragt wird, da biete ich eine FAQ an. Ne? Also man muss sich halt überlegen, bei uns laufen halt hunderte von Studenten durch, ne, pro Semester. Du hast mehrere Studiengänge. An Unis ist es teilweise ja noch schlimmer, weil die Kurse größer sind. Da hast du dann vielleicht aber noch mehr Mitarbeiterinnen, die entsprechend darauf reagieren können. Und also da gibt es immer positive und negative Aspekte. Wie gesagt, die Sprechstundengeschichte ist eine super Geschichte. Was ich übrigens auch immer mache, für Abschlussarbeiten habe ich Kick-Off-Termine angeboten oder habe das immer eingefordert, wo man eben auch den unternehmerischen Betreuer kennenlernt. Wir machen ja an der Hochschule immer so kombinierte oder oft kombinierte Arbeiten. Das heißt, ein Betreuer in der Firma, wo dann die Arbeit eben entsprechend gemacht wird, und dann ein Hochschulgutachter.
Und da habe ich gesagt, wir machen einfach diese Kickoffs jetzt digital. Ne? Wir haben jetzt das Tooling da, ob das ein Zoom ist, ob das ein WebEx ist. Also die Firmen haben ja meistens irgendwas. Und da kann ich mich dann in der Regel einklinken. Und das ist natürlich auch für die Firmen viel einfacher, anstelle da ein Meeting zu organisieren, ne, wegen so einem Prof oder an die Hochschule zu reisen. Das ist ja nett, wenn du die Leute kennenlernst. Aber gerade bei diesem, sag ich mal, 30, 45 Minuten Kickoff, wo man dann über das Thema spricht und wirklich sich einmal kennenlernt, das passt einfach online. Ne? Das ist schnell, dann könnt ihr ihrer, sag ich mal, regulären Arbeit wieder nachgehen. Die sparen sich die Reise. Und wenn du dann doch jemand hast, den du zwei, dreimal online triffst, ne, wo man dann sagt, ne, wenn das in der Umgebung ist, dann trifft man sich halt mal in der Mensa auf einen Kaffee, ne, also so weit das geht von den Regularien. Oder dass man mal eingeladen wird in die Firma und sich das dann anschaut. Das ergibt sich ja dann. Aber einfach dieses Gros, dass man sagt, man macht schnell dieses Kickoff-Meeting online, ohne große, sag ich mal, Anreise etc. Das ist natürlich auch eine super Ersparnis. Ich habe eine Kollegin, die ist sehr viel auf solchen Panels unterwegs und die macht das auch alles online. Und das, was die momentan stemmt, ja, das würde gar nicht gehen mit Reisen. Na, das, und da auch, also da werden viele Formate, glaube ich, bleiben. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich hoffe, dass sich viele Punkte dann in der oder einige Punkte zumindest in der Lehre auch halten können, dass man echt nicht auf das zurückfällt, was früher war. Aber dass man auch nicht in dieses reine, sag ich mal, Online-Frontalvorlesung verfällt. Ja, also das fände ich auch schade, wenn das wieder passiert. Also genauso geht es mir genau. Auch ohne Vorlesung jetzt mit der Arbeit. Ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ich kann mir den Arbeitsmarkt auch nicht vorstellen, dass der wieder auf denselben Stand zurückgeht. Weil die Leute, die sonst immer rumgereist sind, aufgrund ihres Jobs, werden sich jetzt mittlerweile schon die Frage gestellt haben, ob das das Erfüllende war oder ob sie nicht auch irgendwie produktiv waren in den letzten zwei Jahren. Ich hatte das vor kurzem gerade gelesen, dass sich ja viele Berater jetzt im Prinzip, sag ich mal, geoutet haben und wohl sagen, das hat eigentlich super gut geklappt und man muss gar nicht beim Kunden vor Ort sein. Ne, das ist, also dass man viele Dinge ja in dieser Branche eben doch durch die Tür bekommt, ohne dass ich jetzt da vier oder fünf Tage die Woche unterwegs bin. Und ich kann es nachvollziehen, ich habe das lang genug auch früher gemacht, als ich angefangen habe, war viel unterwegs und ich weiß, wie das ist, wenn du da Woche für Woche im Hotel übernachtest. Ne? Also klar, da hängt wieder eine andere Branche dran, ne? Diese ganze Hotelbranche. Aber ich glaube, ja. Also sehr viele Dinge lassen sich einfach, glaube ich, tatsächlich bei uns in unserer Industrie einfach remote lösen. Und vor allem das Tooling geht ja. Ne? Also als wir beide bei Microsoft damals waren, ich weiß noch, wie ich mit einem Kollegen da, der aus München kam, der, wenn ich auch die Namen da immer nennen darf, aber wir hatten ja einen Kollegen aus München und mit dem habe ich damals noch auf Remote Desktop in Visual Studio programmiert. Daniel, haben wir geflucht, weil das gehackt hat und langsam war und bildweise, zeilenweise Bildaufbau. Internet war auch was anderes und ja, mittlerweile ist das voll da. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was jetzt in dieser Pandemie passiert wäre, hätten wir nicht das Internet in der Qualität, wie wir es haben oder was besser geworden ist und die Tools, also dass man wirklich diese ganzen Medien überhaupt zusammenschalten kann. Das ist ja schon erstaunlich. Ja. Also ich denke, komplett abgesehen von den ganzen Streaming-Plattformen, tatsächlich das Tooling, auch wie die entwickelt werden. Also es war alles zum richtigen Zeitpunkt da. Ne? Also dass man das so, also da ist Luft nach oben. Es war genug da, um die kritische Masse sozusagen mitzunehmen, um dann nicht zu Frustration und zu Stillstand zu führen. Und man sieht es ja auch an den eigentlichen Wirtschaftszahlen, das ist zwar merklich, aber speziell in unseren Branchen, in irgendwas digitalisierten Branchen, dann ist der Rückfall durch die Pandemie, der Einschlag sozusagen deutlich gedämpfter durch Technologie. Ja. Es gibt einen Aspekt, also wenn wir gerade über die Hochschule gesprochen hatten, was mir immer wieder auffällt aktuell, ist aber tatsächlich, dass wenn du jemand hast, der sich neu in ein Themenumfeld einarbeitet, also gerade bei Abschlussarbeiten, das ist eine Sache, die online tatsächlich schwieriger ist. Ne? Also da ist dieses auch wieder eine zwischenmenschliche, schnell mal was fragen, sag ich mal, dieses nebendran sitzen und mitbekommen, das ist einfach nochmal eine andere Qualität. Es tun sich sehr viele schwer, wenn sie alles remote machen müssen, weil das ist ja so ein bisschen Blindflug, ne? Weil du kriegst ja gar nicht mit, wie es im Unternehmen gehandhabt wird oder gemacht wird. Da brauchen auch sehr viele länger.
Ja. Also wo man tatsächlich auch dann drauf schauen muss und sagt, ist da ein Engpass, wo man dann auch vielleicht mit dem Unternehmen sprechen muss, ne, und rausfinden muss, wo hängt es denn? Ne? Na, ist jetzt wieder Rückkehr ins Homeoffice und dann ist es schwieriger mit der Terminfindung. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt mit, bei eingespielten Teams, die das können oder Mitarbeitern, da ist das kein Thema. Wenn du aber jemand hast, der sich neu irgendwo einarbeitet, das lernt, ja, dieses Abgucken, das fehlt dann einfach. Ne? Ja, wobei du sprichst jetzt ja natürlich von Themen, also wirklich tiefe technische, zum Beispiel technische Themen, mit denen man sich einarbeitet, mit denen man vorher noch null Berührung hatte. Hm. Ich habe mich jetzt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das habe ich jetzt hier auch noch nicht erzählt, kann ich ja gleich mal an der Stelle machen. Ich habe meine Rolle und auch sozusagen die Abteilung innerhalb des Unternehmens komplett gewechselt. Mhm. Und auch in ein komplett anderes Gebiet sozusagen, komplett anderen Themenbereich. Aber die Corporate Identity ist gleich geblieben, also du bist beim gleichen Unternehmen geblieben. Ja, genau. Aber der Teil ist, und das ist ein sehr vielseitiges Unternehmen, was das angeht, der ist komplett anders. Komplett andere Vorzeichen, komplett andere Umgebung. Und ich habe noch keinen meiner Kollegen, bis auf einen, den ich schon vorher kannte, persönlich getroffen. Mhm. Trotzdem habe ich das Jahr bis jetzt, das letzte Jahr und bis jetzt dieses Jahr überlebt und die glaube ich auch ganz gut. Und wir sind gegenseitig sogar zufrieden, wie es gelaufen ist. Also das geht schon, glaube ich, weil ich muss ja sagen, wir erfinden das ja alles nicht neu. Und wenn man Sachen schon mal gesehen hat, so grundlegend, grundsätzlich gesehen hat, glaube ich schon, dass du dich auch in neue Themen, in neue Umgebungen, in neue Teams komplett einarbeiten kannst. Brauchst allerdings eben die Erfahrung vorher, Vielfalt gesehen zu haben. Also wenn du wirklich vom Studium her, wenn du noch nichts, dann ist das, glaube ich, fast nicht so ohne weiteres möglich, wenn dir die soziale Komponente komplett fehlt und du für die Arbeit diese soziale Komponente brauchst. Also es gibt ja durchaus, für mich ist ja vorstellbar, dass wir das jetzt, was du gerade auch sozusagen beweinst, möchte ich nicht sagen, aber wo du sagst, ja, das fehlt halt und das kriegen wir nicht nachgesteckt aktuell. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Zeitproblem, oder? Ein Zeitpunktproblem. Wenn da jetzt, sagen wir mal, noch 10, 15, 20 Jahre Geschichte drauf liegen, dann ist diese soziale Interaktion, würde ich denken, wahrscheinlich so viel anders, dass es den Leuten weniger fehlt. Das kann natürlich absolut sein. Ne? Also das ist durchaus möglich. Also ich meine, wir reden ja heute das gab es vor 10 Jahren nicht, in irgendwelchen Computern, wenn wir irgendwelche Sachen erledigt haben wollen. Das haben wir vorher nicht gemacht. Und manchmal merken wir nicht mal, dass es Computer sind. Ja, dann natürlich. Also das wird sich ja über die Zeit auch alles ändern. Ne? Das ist genauso, was weiß ich, ne? Lineares Fernsehen und Streaming, was sich geändert hat. Ne? Hier, guck mal, die ganze Podcast-Geschichte, ne? Wenn man sich anguckt, was sich da über die Jahre getan hat. Ne? Der Tim Pritlaff, ne? der hat das ja jahrelang immer gepredigt, ne? Die Podcast-Geschichte, und wurde ja anfangs, glaube ich, auch sehr viel belächelt. Ne? Und inzwischen bewirft dich ja, sag ich mal, jede Medienanstalt, ne? Bewirft dich ja mit Podcast, ne? Als Ergänzung zur Talkshow oder zur Serie etc. Ja, bin ich jetzt auch gerade wieder drüber gestolpert. Ne? Jetzt hat ja der Lanz hat ja auch einen Podcast, ne? Oh Gott. Mit dem Brecht zusammen, mit dem Philosophen. Der war öfters bei ihm in der Talkshow. Okay, ja. Und die haben jetzt auch einen Podcast. Aber ist auch sehr interessant, ne? Die sprechen auch einmal die Woche über so Themen, die sie irgendwie berührt. Ja, der Content wird nicht weniger, das ist wohl wahr. Ja, genau. Und da hat sich ja auch sehr viel geändert. Du bist jetzt nicht mehr, also ja klar, Nachrichten, ne, ist so, weil es halt zur vollen Stunde kommen Nachrichten, aber. Aber sonst ist es zeitsouverän, ne, heißt das doch. Genau, aber auch da, ne, wir haben zu Hause, wir verwenden ja so eine Alexa, und wann auch immer ich da mal in die Küche reinmarschiere, dann sage ich halt, Alexa, spiel die letzte Tagesschau, ne? Und dann kommt, egal ob das jetzt, weiß nicht, wie die alle heißen, ne, ob das jetzt eine kurze oder lange Folge war, das letzte, was aber ausgestrahlt wurde, ne, das wird dann einfach wiederholt. Und das ist auch das, wir haben das immer früher gesagt, Information on your fingertips, ne? Ja. Ja, genau. Du kriegst in dem Moment, wo ich gerade auch Zeit und Muße habe, jetzt Nachrichten zu konsumieren, da kann ich die auch abfragen, jetzt ohne lang nachzugoogeln oder so. Ne? Und das ist halt. Das ist super spannend, was du gerade sagst, weil tatsächlich hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren bei mir im Speziellen im Medienkonsumverhalten wieder etwas live sozusagen, was live passiert und seinen Charme hat, weil es live passiert und weil man dann interagieren kann. Herausgestellt. Also nicht Fernsehen,
Aber eben genau dieses Streaming, was es da gibt, das macht jetzt einen Großteil meines Medienkonsums aus und da geht es wirklich um live. Was passiert gerade dort? Genau, wobei du bist da ja aktiv, ne, in dem Geschehen. Teils, teils. Also wenn es wirklich nur Unterhaltung ist, dann bin ich insofern aktiv, dass ich es sehr genieße, dass ich mehr als eine Perspektive zur Wahl habe. Also ich da schaue, das besteht meist aus einer großen Menge von Menschen, die in einer Konstellation, in einem Geschichtsstrang miteinander interagieren und ich habe die Möglichkeit sozusagen aus allen Augen, aus allen Perspektiven zu schauen und mir frei sozusagen die Perspektive auszusuchen und sie auch währenddessen zu wechseln oder vielleicht sogar zwei Perspektiven oder drei gleichzeitig einzunehmen. Und da passieren die Dinge tatsächlich live und sind so halbwegs interaktiv, weil man halbwegs sozusagen auch mitdiskutieren kann. Und das ist dann schon irgendwie was anderes als Fernsehen, viel komplett anderes als Fernsehen. Es ist vom Inhalt her deutlich zeitaufwendiger als Fernsehen. Da redest du manchmal von 12 Stunden oder so, die da Story an einem Tag passieren kann. Die Zeit muss man haben oder auch nicht. Und das wird auch alles aufgezeichnet, aber ist nicht halb so spannend. Man guckt ja auch Sachen dann nach, aber ist nicht halb so spannend, verglichen mit den live passierenden Dingen, weil du dort ja Menschen, echte Menschen sozial interagieren siehst. Und das ist schon irgendwie krass. Genau. Aber es ist nicht Minecraft. Es ist nicht Minecraft. Wir können ja, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen wollen oder ob wir es als Teaser fürs nächste Mal aufheben. Lass uns das als Teaser fürs nächste Mal aufheben und versuchen, ob wir vielleicht nächste Woche dann genau da anschließen, vielleicht in dem Thema weitermachen. Was meinst du? Ja, ich würde nur kurz erklären, was es ist, damit es wirklich ein Teaser ist. Gerne. Genau, also worum es jetzt hier geht, ist es Roleplay. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ja. Wie würdest du das erklären? Wie würdest du das beschreiben? Also Rollenspiel, also Roleplay, also quasi Eye of the Beholder, ne? Ich komme noch aus der Zeit, oder? Genau, man denkt sich eine Geschichte aus und interagiert als Charakter. Magic, ja, weil du hast einen Charakter im Kopf, den spielst du, in dessen Leben begibst du dich, durch dessen Augen blickst du und reagierst auf, was da passiert. Und das ist jetzt auch speziell in der Pandemiezeit, wo Menschen eben nicht zusammenkommen könnten, ist das sehr beliebt gewesen oder immer noch, wird immer beliebter. Und da gibt es verschiedene technische Lösungen, zum Beispiel auf Basis von GTA, dem Spiel Grand Theft Auto, in der aktuellen Version. Und da kann man, also Version 5, GTA 5 gibt es ja, und das kann man so modifizieren durch Aufsätze, dass eine große Anzahl von echten Personen dort in Rollen schlüpfen können, die gleichzeitig in einer persistenten Welt Dinge miteinander tun. Und genau, da bin ich sowohl als Information als auch als, also zum Schauen unterwegs. Und da gibt's, das werde ich jetzt in die Shownotes auch reinpacken, da gibt es eine Streamer-Übersicht, was ich genau meine. Also wenn sich jemand bis zum nächsten Podcast eine Meinung oder einen Blick machen will, dann gibt es da eine Übersicht von allen Streamern, die in dieser einen Welt, von der ich jetzt die ganze Zeit quatsche, unterwegs sind und die miteinander interagieren. Und da kann man sehen, wer ist da gerade unterwegs und kann sich die klicken und kriegt dann auch recht schnell mit, wer mit wem interagiert. Und kann dann sozusagen live mitverfolgen und auch kommentieren, was denn da eigentlich passiert. Also im Prinzip so ein, wie heißt das, Massive Multiplayer Online genau. Game. Ne? Genau. Ja. Und ich schaue mir das eben nicht nur an, und das ist jetzt das Ende des Teasers, sondern seit letztem Jahr programmiere ich da auch mit. Okay. Das heißt, ich habe einmal komplett die Erfahrung machen dürfen, wie man denn eine Welt, in der zeitweise 500, 600 Menschen gleichzeitig miteinander sprechen, miteinander Dinge tun, wie man die denn betreibt, wie man das programmiert, welche Systeme es da gibt, wie das skaliert, wie man überhaupt skalierend, weil da kannst du dir vorstellen, eine Menge Messages unterwegs, die dann da miteinander ausgetauscht werden müssen, das synchron gehalten wird, das komplette Programm. Und damit habe ich mich jetzt auch so hobbymäßig weiter beschäftigt und bin da auch mit in dem Entwicklerteam tatsächlich von dem Server, den ich dann da verlinke. Okay, sehr spannend. Das heißt, wir werfen nächste Woche mal einen Blick in GTA Online Roleplay Programmierung. Genau. Und jetzt hast du mich sehr glücklich gemacht, weil jetzt hast du mir die letzte Frage beantwortet, wann?
Und ein Commitment für die Zuschauer abgegeben. Genau, wir wollen das jetzt, nachdem ja die Räumlichkeiten wieder geöffnet sind, das regelmäßig versuchen zu machen. Genau. Es ist aber kein Problem, weil ich hätte mir das aufschreiben müssen. Ich hatte einen unheimlich tollen Artikel gelesen, da stand ja drin, wenn man 25 Folgen Podcast gemacht hat, also zumindest auf Englisch, dann landet man wohl in den Top 100. Und die haben wir ja, die 25. Ja, das ist die Folge 26, jetzt, das sollten wir hingekriegt haben. Genau. Und diesmal ohne Knacksen, ohne technische Probleme mit neuer Hardware. Also hatte die Pandemie ja doch ein bisschen was Gutes, also zumindest was die Hardware angeht. Mhm. Da sehen oder hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Und da bleibt mir eigentlich dann nur noch übrig, erstmal allen noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag zu wünschen, je nachdem, wenn ihr das anhört. Dir auf jeden Fall, Daniel, noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ja, ebenso. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.